Hallo, hier sind wir drei wieder, nicht von der Tankstelle, sondern von defi.jetzt. Und jetzt machen wir ganz kurz die Zusammenfassung, was uns in Erinnerung geblieben ist nach dieser langen Diskussion über digitales Zentralbankgeld. Federmann. Ja, hallo erstmal an alle. Hallo Thor, hallo Ralf. Was ich für heute in Erinnerung habe, ist, dass es eine sehr umfangreiche und sehr lange Diskussion war, die ich eigentlich so ganz schwer nur in Worte fassen kann. Die Dame von der Bundesbank tat mir ein bisschen leid. Die wurde hier wie so ein blutendes Stück Fleisch in einen Haifischkäfig geworfen. Ich fand dann gut ihre Sache. Man könnte ja auch mit lila Murmeln bezahlen in Deutschland. Das stimmt in dem Sinne ja. Also der Euro ist zwar gesetzliches Zahlungsmittel, der muss überall angenommen werden, ne? Aber jeder Händler kann ja auch entscheiden, was er selber nimmt. Jetzt hat ein Teilnehmer dann gesagt, dass er in Frankfurt zum Beispiel auch seine Bratwurst am Bahnhof auch in 5 verschiedenen anderen Währungen bezahlen kann. Mal gucken, wann man dort auch mit Bitcoin bezahlen kann. Ihr beiden habt das gut gemacht, möchte ich sagen. Also ich kann nur sagen, hört es euch in Gänze an, gerne diese Diskussion, die wir dann auch bei uns auf dem Kanal hochladen. Und dann würde ich lieber mal an dich, Ralf, du als Teilnehmer, der das ja ein bisschen geleitet hat, gerne mal abgeben. Was blieb dir denn vor allen Dingen so als beste Aussage denn zurück? Wie gesagt, ich meine, ich habe es ja initiiert. Interessant fand ich in dem Vortrag, dass es wirklich mit Technologie möglich zu sein scheint oder möglich werden könnte, all die geforderten Eigenschaften eines digitalen Euros, also wirklich Privatheit, relative Anonymität, trotzdem Automatisierung und Einhaltung von solchen Mechanismen wie ich habe eine Obergeldgrenze für Bargeldbezahlung oder für monatliche Bezahlung oder ich habe eine Geldwäscheprüfungsmöglichkeit, das programmatisch, programmierbar abzubilden. Das ist interessant, auch wenn die es erstmal ohne Distributed Ledger gemacht haben. Von der technischen Perspektive, die haben sich eigentlich wirklich hingesetzt und gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Und das war interessant. Von der Diskussionsrunde, meiner Ansicht nach, die war im Hintergrund von den Fragen, ich habe es ja wirklich vorbereitet, bin das durchgegangen, aber wir hätten das vielleicht noch ein bisschen besser lenken sollen. An der Stelle gab es wieder einen, der da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Wer war das denn? Der Herr Alexander, der sich an einigen Stellen wirklich nicht im Zaum halten konnte. Aber das ist mir auch aufgefallen, ja. Jetzt aber das Aber. Wenn man nicht ein bisschen an einigen Stellen provokativ oder, sagen wir mal, doch mit einer sehr harten Meinung da mal ein bisschen ein Gegenpol bildet, dann ist das gut. Aber wir sind ja immer noch in dem Kontext geblieben, dass wir nicht hergehen wie die wirklichen absoluten Bitcoin-Maximalisten, die sagen, alles andere außer Bitcoin ist schmutziges Geld. Ja, solche Dinge kamen nicht oder kommen auch nicht über unsere Lippen. Ich persönlich bin der Meinung, dass man die wirkliche Wettbewerbsfähigkeit von Währungen, von Zahlungsmitteln und das, was Geld der Staat akzeptiert, das kam mir dann auch sofort. Ich kann nicht meine Steuern zahlen beim Staat. Ja, also die Akzeptanzstelle Staat nimmt nur diesen Euro. Das alles andere ist nicht und damit ist eben vieles ermöglicht, das nicht möglich, um wirklich einen Wettbewerb herzustellen. Es sahen alle die Notwendigkeit für digitales Geld aus Firmensicht, gerade auch Digitalisierung, Maschinenzahlung, Mikropayment. Natürlich muss ich da sowohl beim digitalen Euro als auch bei den Kryptowährungen etwas ändern. Schon alles geeignet, alles viel zu teuer. In Summe interessant. Sollte weitergeführt werden und auch das Thema Bildung. Das ist ganz offensichtlich, obwohl der eine oder die eine der Meinung war, ja, die Bürger wollen das gar nicht wissen. Denen muss man es einimpfen. Das ist Pflichtfach meiner Ansicht nach. Also diese Meinung toleriere ich nicht. Die wollen es nicht wissen. Ich sehe da, dass es gewisse Eliten gibt, die dafür sorgen wollen, dass genau diese Bildung, das Wissen nicht Bestandteil des allgemeinen Wissens wird. Da sehe ich unsere Aufklärung auch als Podcast, dass wir dort informierend, bildend wirken. Im Prinzip hast du eigentlich so ziemlich alles gesagt, was ich auch sagen würde. Allerdings, was für mich bemerkenswert war, war jetzt nicht die Aussage der Zentralbankerin, also der Bundesbankerin, dass die das Bargeld nicht abschaffen wollen. Das ist ja nichts Neues, erzählen sie schon die ganze Zeit. Sondern für mich war die Anmerkung,
dass programmierbares Geld die Banker nicht wollen, aber die Industrie will's. Ansonsten hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass wir, aber das können wir es beim nächsten Mal vielleicht machen, dass wir vielleicht überhaupt mal erstmal diskutieren, was wäre denn überhaupt die Aufgabe von mir aus Bürgersicht der Zentralbank? Was ist das mit der Geldwäsche und mit der Terrorfinanzierung? Interessiert mich das irgendwie? Nein, interessiert mich nicht. Es behindert mich. Mit der Inflation will ich das? Nein, will ich auch nicht. Bezüglich Bildung stimme ich dir zu und dann machen wir jetzt Schluss. Kommt in unseren Podcast rein, in das Blockchain-Café. Ist zwar ein bisschen lange Ausgabe, aber es gibt einen sehr guten Vortrag. Das Projekt des Quintetts ist sehr gut, eine sehr gute Idee. Welche Meinung ich dazu habe bezüglich der Umsetzung, müsst ihr euch in der langen Version anhören. Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen, liebe Gäste, zur 50. Ausgabe des Blockchain Meetup Saxony. Und herzlich willkommen heute auch zu den Mitveranstaltern dieses 50. Meetup-Jubiläums. Das ist zum einen klar das Blockchain Meetup Saxony, gegründet im 2016. Das Blockchain Meetup Stuttgart, Gemeinschaftsveranstaltung heute und im Rahmen der Blockchain Autumn School in der Hochschule Mittweida, auch das Blockchain Competence Center, der Monetative e.V., das ist ein Verein, der sich um die Zukunft des Geldes und die Bildung zum Thema Geld macht und den Podcast DeFi.jetzt. Gegenstand des heutigen Blockchain Meetups, unseres Jubiläums Meetups, ist ein Vortrag zu einem Vorschlag einer digitalen Zentralbankwährung, nämlich einem digitalen Euro mit bargeldähnlicher Privatsphäre, zu dem wir heute das Fraunhofer FIT, die Uni Bayreuth und Uni St. Gallen, die gemeinsam ein Paper, auch ein Demonstrator verfasst haben, zeigen. Und hier wird in dem Vortrag darauf eingegangen, dass man digitale Zentralbankwährung auch so schaffen kann, dass wir ähnlich wie beim heutigen Bargeld die gleiche Anonymität erreichen können und auch bei Transaktionen trotzdem die Möglichkeit besteht, mit Hilfe von Zero-Knowledge-Proof-Technologie die gesetzlichen regulativen Vorgaben einzuhalten. Der Vortrag wird dann gestaltet von Matthias Babel und Benjamin Schellinger und wir haben anschließend auch an dem Vortrag aus der Runde Ausgabe Blockchain Café, eine Roundtable-Diskussion zum Thema digitale Zentralbankwährung und Privatheitsbezahlung, wo wir das ein bisschen umfassender beleuchten, auch diskutieren, Fragen aus dem Publikum. Dazu ganz herzlich willkommen, heißen wir Frau Dr. Fischer von der Bundesbank, dann Professor Schulker von Frauen. Entschuldigung, Frau Dr. Winter, Entschuldigung. Dann Manuel Klein von Monetative, Verein Monetative e.V. im beruflichen Umfeld, auch Banking-Berater bei Ernst & Young und Professor Strücker, Leiter des Fraunhofer FIT-Institut, Mitverfasser dieses Papers, des Fraunhofer FIT. Dann Thor Alexander, Autor des Buches Dezentrales Geld und auch Mitgestalter des Podcasts DeFi.jetzt zusammen mit mir. Und dann auch Herrn Klaus George von der DZ Bank. Wir kommen später nochmal dazu zu einer Vorstellungsrunde. Und wie immer bei uns möchte ich auch nochmal kurz das Organisationsteam vom Blockchain Meetup vorstellen. Wir haben Stand aktuell heute 1350 Mitglieder im Meetup. Ist eine aktive Community. Wir machen seit 2016 immer monatlich mindestens ein Meetup, so eins wie heute. Das findet heute seit Corona komplett online statt. Meine Mitorganisatoren sind Alexander Eveling von der Telekom T-Systems, Johannes Pfeffer von dem Startup EDPA, was sich auch um DeFi-Dinge kümmert. Dann Arno Pfefferling hier mit mir zusammen heute im Meetup. Er macht immer die technische Aufzeichnung auf den YouTube-Stream.
Natürlich auch Vorträge, ist auch Mitarbeiter in der Hochschule Mittweida in einem Blockchain-Projekt. Und Johannes Kühner von Future Sachs und Professor Markus Büch seines Zeichens an der Hochschule für Ökonomie und Mitglied des Vorstandes im Bundesblock. Und das Blockchain-Meetup ist auch erreichbar über soziale Kanäle. Es gibt einen Slack, da kann sich jeder drauf verbinden. bcsaxonyheroku.com und kann das auch einscannen. Und natürlich gibt es uns als Meetup auch auf meetup.com unter der Einladung, wo Sie teilgenommen haben. Hier habe ich mir eine Anleihe von Herrn George geholt. Geschichte des Geldes, versuche ich es verbal, eine Geldform, Übergang in die andere, auch anhand technologischer Entwicklung. Am Anfang gab es natürliche Güter zum Austausch, dann gab es auch Steine, die genutzt worden sind. Dann wurden erstmalig Metallmünzen geschaffen als Austausch. Und dann kam das Papiergeld, wo man Wert drauf gedruckt hat. Und der Dollar am Anfang goldgedeckt. Dann noch die Einführung des Euro, Geschichte des Geldes. Ja, und wir stehen jetzt in einer neuen Zeitenwende, dass wir elektronisches, also komplett, auch im Internet, dass wir nicht mehr ein Internet der Kopien haben, sondern ein Internet der Werte, wo Werte eindeutig digital übertragen werden können. Und da an dieser Stelle, an dieser Schnittstelle arbeitet auch, oder davon folgt unser nächster Vortrag, wo man sagen könnte, ja, wie könnte eine digitale Zentralbankwährung aussehen, die trotzdem Anonymität wie beim Bargeld hinterlegt und auch die Geldwäschegesetze, regulatorischen Vorgaben einhält und das mittels Technologie, DLT, digitalen Identitäten, Zero Knowledge Proof. Das ist also wäre in dem Video auch kurz erklärt gewesen. Ich schicke den Link dann weiter rum. Aber hier möchte ich jetzt gerne zu unserem Vortragshaltenden kommen und begrüße hier ganz herzlich den Matthias Babel und den Benjamin Schellinger. Und ja, ich würde euch jetzt hier das gerne übergeben, den Bildschirm, und dass ihr euch kurz vorstellt und einfach mit eurem Vortrag beginnt. Herzlich willkommen, ihr zwei. Vielen, vielen Dank, Ralf. Auch erstmal von meiner Seite herzlich willkommen in die Runde und vielen Dank auch für die Einladung, in so einem spannenden Publikum auch unseren, ja doch, es ist schon 2 Monate altes Papier vorzustellen. Matze, du teilst die Folien. Das sollte funktionieren. Perfekt. Genau, dann würde ich auch schon direkt reinstarten. Mein Name ist Benjamin Schellinger. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Fraunhofer FIT und Teil auch des Fraunhofer Blockchain Labors und promoviere an der Universität Bayreuth. Und ich habe meinen Kollegen Matthias Babel heute mit dabei, der auch wie ich in den gleichen Organisationen vertreten ist. Und wir beide werden heute unser Papier mal vorstellen. Vielleicht ganz kurz noch zum Organisationshintergrund. Ich hatte es gerade erwähnt, Matthias, auch der Johannes Sedlmeier und ich, wir sind alle vom Fraunhofer Blockchain Labor. Was machen wir? Wir beschäftigen uns nicht nur mit CBDCs, sondern auch allgemein mit Blockchain, aber auch in letzter Zeit vermehrt mit dem Thema Zero Knowledge Proofs und SSI, aber auch mit dem Thema Decentralized Finance. Und generell bieten wir nicht nur eine wissenschaftliche Begleitung an, wir versuchen auch Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wir implementieren auch die Technologien Ende zu Ende. Wir bieten aber auch Workshops an, schreiben auch White Paper zu spannenden Themen. Auch unter anderem haben wir vor kurzem ein SSI White Paper veröffentlicht, sind aber auch natürlich sehr forschungsstark. Und da würde ich dann auch jetzt direkt einsteigen mit unserem Papier, das wir zunächst in einem Preprint veröffentlicht haben, in einer sehr interdisziplinären Runde, die wir hier sehen können. Also wie gesagt, der Matthias ist mit mir dabei, wird dann auch den technischen Part übernehmen. Vielleicht kann der Matthias sich auch ganz kurz noch vorstellen. Genau, vielen Dank, Benni. Mein Name ist Matthias Babel. Ich habe an der Universität Bayreuth Informatik jetzt studiert und bin jetzt seit knapp einem Monat
Promotionsstudent am Fraunhofer Fürth, promoviere da jetzt auch in die Richtung Blockchain, SSI und versuche auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und eben in diese ja, neu aufkommenden Technologien wie Zero Knowledge Proof und Ähnlichem ein bisschen reinzuschnuppern und zu schauen, was damit möglich ist. Vielen Dank dir. Ja, ich hatte es schon erwähnt, ich bin auch PhD-Kandidat an der Universität Bayreuth und forsche an der Fraunhofer Fit. Ich habe einen eher weniger technischen Hintergrund. Ich komme aus dem Finance, BWL-Bereich und in dieser ganzen Truppe, ich hatte es ja schon erwähnt, sind wir sehr interdisziplinär. Wir haben die zwei Techies mit Matthias und mit Johannes. Johannes habe ich vorhin schon gesehen, ist auch mit dabei heute, aber als spielt man ein bisschen Mäuschen heute. Und dann haben wir noch den Alexander Bechtel und den Jonas Groß, die eher die Ökonomen sind. Alexander Bechtel sollte für den einen oder anderen auch ein Begriff sein, der an der Deutschen Bank mittlerweile arbeitet, hat ist dort auch zuständig für die digitale Assets-Strategie etc. Und Jonas Groß ist auch jetzt fast fertig mit seiner Promotion und arbeitet parallel noch am Frankfurt School Blockchain Center. Und dann würde ich auch schon direkt reinstarten. Genau, was haben wir heute vorbereitet? Zunächst würde ich mal auf die Motivation und die Anforderungen einer CBDC eingehen, warum wir das Ganze überhaupt machen. Im Anschluss würde ich dann eine High-Level-Perspektive unseres CBDC-Vorschlags präsentieren, da wir auf den einen oder anderen Punkt eingehen. Und dann im nächsten Schritt wird dann Matze übernehmen, wird dann einen technologischeren Deep Dive geben und dann die verschiedenen Prozesse im Detail erläutern. Und am Ende haben wir noch eine kleine Diskussionsrunde, wo Sie dann gerne auch Fragen stellen können. Genau. Warum sind CBDCs wichtig? Nahezu alle Zentralbanken der Welt beschäftigen sich aktuell damit, eine Zentralbankwährung zu lancieren. Es gibt auch schon teilweise Zentralbanken wie die Zentralbank auf den Bahamas, die auch schon im realen Produktion oder im Live-Betrieb sind, diese nicht nur mehr experimentieren, sondern die wirklich auch live ist, die man sozusagen nutzen kann. Aber die großen Zentralbanken wie die EZB, Bank of Japan oder auch die amerikanische Fed, die sind noch ein bisschen zögerlich und wollen auch nicht den First-Mover-Fehler gehen. Deswegen sind sie jetzt gerade dabei, auch in der vertieften Experimentierphase. Auch die EZB hat es entschieden, sich in den nächsten Jahren verstärkt mit dem Thema auseinanderzusetzen, vor allem auch die Designoptionen etwas näher herauszuarbeiten. Um dann auch sozusagen eine adäquate Lösung für eine CBDC anzubieten. Da sollte man vielleicht nochmal ganz kurz den Hintergrund erklären, was ist eine CBDC? Eine CBDC ist eine digitale Zentralbankwährung, die von der Zentralbank lanciert wird. Ähnlich wie Bargeld habe ich hier als Bürger oder auch als Unternehmen einen direkten Anspruch auf die EZB und per Definition bin ich hier natürlich keinem Ausfallrisiko ausgesetzt, weil die Zentralbank natürlich unendlich viel Geld drucken kann, anders wie Geschäftsbankgeld, das von den Geschäftsbanken sozusagen geschöpft wird durch Kreditvergaben etc. Und hier ich natürlich ein Ausfallrisiko habe, das ich natürlich bei einer Zentralbank nicht habe. Das ist so die kleine Unterscheidung zwischen Geschäftsbankengeld und Zentralbankgeld. Und eine CBDC gliedert sich ganz stark oder ist eine Zentralbank oder von einer Zentralbank lancierte Währung. Genau, welche Anforderungen sind generell sozusagen wichtig, die eine Zentralbank sozusagen möchte, dass die eine digitale Zentralbankwährung auch erfüllt. Wir haben uns jetzt in unserem speziellen Fall vor allem diese zwei Dimensionen, nämlich die Privatsphäre, also private Transaktionen, aber auch der Einklang mit regulatorischen Vorgaben wie die Geldwäscherichtlinien oder die Terrorismusfinanzierungsbekämpfungsregelungen ausgesucht als die wesentlichen Designoptionen oder auch Anforderungen, die eine CBDC mitbringen soll. Es gibt schon verschiedene Währungen, die mehr oder weniger Privatsphäre schützend sind, aber auf der anderen Seite dann doch nicht ganz mit den Geldwäscherichtlinien dann im Einklang sind. Stichwort Privacy Coins, wie zum Beispiel Zcash etc. Und es gibt auch schon Vorschläge auch aus der
akademischen Welt, auch von Zentralbanken. Ich habe es vorhin im Chat gelesen, jemand hatte den Gnutaler erwähnt, die auch einen guten Vorschlag präsentiert haben, den wir auch in unserem Paper aufgenommen haben, aber auch mit unserem Vorschlag vergleichen. Und wir hier auch Unterschiede aber sehen, dass wir hier noch anonymere Transaktionen hinbekommen in unserem Vorschlag als wie zum Beispiel Gnutaler. Warum ist das Ganze immer ein Problem für den Regulator? Auf der einen Seite habe ich die Möglichkeit, transparente Zahlungen zu ermöglichen, aber dann habe ich als Regulator die Möglichkeit, das alles zu verfolgen. Aber als Bürger habe ich hier nicht die Möglichkeit, private Transaktionen durchzuführen. Auf der anderen Seite, wie ich schon erwähnt habe, kann ich natürlich auch komplett private Zahlungen, zum Beispiel mit Privacy Coins durchführen, aber hier ist der Regulator natürlich nicht oder kann dann nicht hinterher schauen, was dann jetzt eigentlich wirklich passiert. Und bei Bargeld haben wir momentan noch eine physische Alternative, die aber auch mit Beschränkungen einhergeht. Also ich kann auch nur 10.000 Euro maximal in Deutschland bezahlen, ohne identifiziert zu werden. Und beim Goldkopf sind sogar nur 2.500 Euro. Und aus genau diesem Grund, dass sozusagen der Regulator nicht einsehen kann, wie viel jetzt privat gezahlt werden kann, weil es noch keine technische Lösung auch im digitalen Raum dafür gibt, ist das wirklich schwer. Es gab bisher noch keine Möglichkeit, das umzusetzen. Deswegen setzen wir hier an und schlagen eine CBDC vor, die sowohl die eine Dimension, die Privatsphäre, aber auch den Einklang mit den regulatorischen Vorgaben komplett zu 100% erfüllt. Und wie machen wir das Ganze? Wir nutzen hier Kryptographie. Ralf hat das vorhin schon mal kurz weggeteasert, dass wir hier Zero Knowledge Proofs nutzen, um das Ganze auch dann zu ermöglichen. Und wichtig ist hierbei, dass wir einen sogenannten Privacy Pool auch mehr oder weniger vorschlagen, in dem wirklich keine Person, weder eine Zentralbank, eine Geschäftsbank, noch weitere Zahlungsdienstleister oder andere Parteien, der Regulator, Strafverfolgung etc. wirklich wissen, welche Transaktionen dort durchgeführt werden. Das wirklich Erstaunliche in unserem ganzen Ansatz ist dann auch, dass wir sozusagen die Kontoführung nicht zentral bei der Zentralbank verwalten lassen, sondern dass der Kunde, der Bürger selbst seine Kontoführung übernimmt. Da wird dann auch Matthias später nochmal kurz näher drauf eingehen, wie das Ganze auch möglich ist. Aber die Zentralbank dann nur noch als Verifizierer dieser Transaktionen dann auftritt. Ich würde dann im nächsten Schritt kurz unsere Architektur vorstellen, wie wir das Ganze denn auch aufgebaut haben, dass man das auch ein bisschen besser greifen kann, wie wir uns auch eingliedern mit unserem Vorschlag zum bestehenden Bargeld beispielsweise. Also wenn man von oben kommt, wir haben immer noch die Zentralbank, die auf der einen Seite Bargeld sozusagen lanciert und auch an die Geschäftsbanken weitergibt, die das dann weiter vertreiben an die Kunden. Auf der anderen Seite haben wir dann in der Zukunft eine digitale Zentralbankwährung und die Zentralbank ist dann wirklich nur noch die einzige Rolle, die sie einnimmt, ist dann diese Zero Knowledge Proofs, also diese Transaktionen zu verifizieren und die Datenbank dann auch dementsprechend abzudaten und hat aber keine Einsicht in die einzelnen Transaktionen per se. Der Bankensektor würde bei uns jetzt nicht abgeschafft werden. Wir würden den trotzdem weiterhin noch nutzen, je nachdem, wie das Ganze auch designmäßig dann auch am Ende ausschaut. Also wenn man das Ganze links mit der analogen Welt dann ein bisschen vergleicht, haben wir noch Cash, wo wir komplett private Transaktionen sozusagen ermöglichen können. Und dann haben wir in unserem Vorschlag auf der einen Seite einen transparenten CBDC-Pool, mehr oder weniger, oder ein transparentes CBDC-Konto bei einer Geschäftsbank, beziehungsweise die Geschäftsbank gibt uns den Zugang dazu und diese digitale Zentralbankwährung ist dann sozusagen auch Vollgeld bei der EZB hinterlegt. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch den im Privacy Pool, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, eine Möglichkeit, digitale Zentralbankwährung komplett anonym zu transferieren. Sobald wir Geld einmal hochladen, sozusagen in diesen privaten CBDC-Pool und wir dort Transaktionen innerhalb dieses Pools ausführen, haben wir komplette Anonymität.
Sprich, weder, wie ich schon gesagt habe, die Geschäftsbank, weder die Zentralbank, noch weitere Parteien können einsehen, wer der Sender ist, wer der Empfänger ist und wie hoch der Betrag dieser Währung sozusagen ist. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite auch einen transparenten CBDC-Account ermöglicht, um sozusagen zwischen diesen beiden CBDC-Welten hin und her zu transferieren. Also wir haben dann sogar eine semi-transparente Transfers, die wir zum Beispiel nutzen können, wenn ich jetzt als Bürger komplett privat beim Supermarkt einzahlen möchte, dann wäre es natürlich nicht sonderlich förderlich, wenn Supermärkte auch komplett private Konten mit digitalen Zentralbankwährungen halten, sondern die anderen Auflagen unterliegen wie privaten Bürgern und hier eine Offenlegungspflicht haben, dass diese Personen oder diese Unternehmen beispielsweise dann auch einen transparenten CBDC-Account halten und man hier, wenn man eine Transaktion von diesem privaten Pool in diesen transparenten CBDC-Account vornimmt, der Sender zwar nach wie vor anonym ist, allerdings hier der Empfänger und der Betrag natürlich offengelegt werden können. Wie haben wir das Ganze noch weiter gedacht? Wir nehmen natürlich an, dass jeder EU-Bürger oder jeder Euro-Bürger eine digitale Identität hat, mit der wir sozusagen dann auch das Konto verknüpfen, dass jede Person im Euroraum auch nur ein Konto, ein privates CBDC-Konto halten kann, die dann auch dieses Konto, das ich dann selber führe, zum Beispiel auf meinem Smartphone, dann auch sozusagen gewissen Limits unterliegt. Das ist noch aber regulatorisch zu definieren, weil es bisher keine Richtlinien für CBDCs gibt. Wir haben uns da auch ein bisschen orientiert an gängigen E-Geld-Richtlinien, dass es zum Beispiel Transaktionslimits gibt oder Umsatzlimits gibt, die wir technisch einfach abbilden können. Aber das Ganze ist dann eher eine regulatorische Frage, wo dann diese Limits genau stehen oder in welchem Zeitraum diese Limits dann auch wieder aufgebrochen werden, dass man wieder sozusagen refreshen kann. Um jetzt vor allem natürlich hier den Kriminellen irgendwie so ein bisschen den Zahn zu ziehen, die sich vielleicht denken, okay, dann lege ich einfach ganz viele private CBDC-Konten an, haben wir das Ganze mit der digitalen ID verknüpft, um das Ganze noch sicherer zu machen. Also sprich, selbst wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, wenn ich das gar nicht nutzen möchte und ich mein Bargeld weiter nutzen möchte und ich diesen privaten CBDC-Konto weiterverkaufe an Kriminelle, würde ich dann sozusagen direkt meine ganze digitale Identität verkaufen. Dann würde sich der Bürger wahrscheinlich schon nochmal zweimal überlegen, ob er denn nicht seine ganze Identität weitergibt und nicht nur sein Konto. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz. Nichtsdestotrotz ist die digitale ID die eleganteste Variante. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das Ganze in dem bestehenden Geschäftsbankensystem einzubetten. Das heißt, dass ich die Identifizierung nicht lokal mache über meine digitale ID, sondern auch über Geschäftsbanken. Hier ist es aber wichtig, dass die Geschäftsbanken sich auch alle synchronisieren. Das heißt, es wäre wieder Datenredundanz und die Geschäftsbanken wüssten natürlich dann auch Bescheid, wer sich dann jetzt genau per Namen etc. In diesem Privacy Pool angemeldet hat. Das wäre jetzt mal so ein kurzes Heads-up zu unserer Architektur. Und in diesem ganzen Schritt würde ich dann auch schon an Matze weitergeben, der dann einen technischeren, tieferen Einblick gibt, wie wir das Ganze dann auch technisch umsetzen. Vielen Dank, Benni. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben so einen Two-Tier-Ansatz, also zwei Schichten. Einmal den Privacy-Preserving CBDC-Pool, in dem komplett anonyme Transaktionen möglich sind. Hier sorgen die Zero-Knowledge-Proofs dafür, dass einzelne Accounts nicht mehr als Summe X in einem Monat umlegen können. Und dass jetzt zum Beispiel ein Supermarkt trotzdem Gelder empfangen kann, haben wir semi-private Transaktionen, wo dann der Sender privat ist und der Empfänger beispielsweise öffentlich. Wie wenn ich jetzt bei einer Supermarktkette bezahlen möchte, muss ich nicht zeigen, dass ich es bin, aber die Supermarktkette muss zeigen, dass sie Zahlungen empfängt. Und das wäre dann dieser typische Fall, dass ich eine semi-private Transaktion vom Privacy Pool in den transparenten Raum mache. Und genau da möchte ich jetzt eben einhaken.
und erklären, wie unser Privacy Pool aufgebaut ist, warum das funktioniert und wie das grob funktioniert. Wir haben uns sehr eng an das Zcash Model gehalten für die Erstellung eines Privacy Coins. Zcash hat aber allerdings ein Problem, das uns nicht so gut gefällt. Das ist, dass sie ein UTXO-Model verwenden. Das sollte den meisten Leuten hier bekannt sein. Aber nochmal kurz abgeholt, bei einem UTXO-Model beweist man, dass man Token oder Coins hat, erstellt nochmal die gleiche Anzahl an Token, aber auf andere Accounts. So, und da hat man aber leider keinen Überblick, wie viele Coins eine Person hat, weil die kann verschiedene dieser UTXOs haben, Unspent Transaction Outputs, auf Englisch ausgesprochen. Und genau das ist eben das Problem, dass man keinen Überblick hat, wie viele Token eine Person ausgeben kann. Deswegen haben wir geschaut, dass man aus diesem UTXO-Model ein Account-Based-Model macht, wie der Benny vorhin schon erzählt hat, basierend auf einem Private Key, der irgendwie, wo eine Person tatsächlich nur einen Private Key hat. Im Idealfall können wir davon ausgehen, dass wir digitale Identitäten haben, in hoffentlich bald naher Zukunft, und jeder eine SSI-Wallet hat, die dann fest mit seinem Personalausweis beispielsweise verknüpft ist. Und dieser Private Key dann auch eindeutig ist und man diesen Private Key natürlich auch nicht weitergeben möchte und auch nicht kann, im idealsten Fall. Was machen wir jetzt anders als Zcash? Wir geben keine Accountstände aus, sondern wir geben keine UTXOs aus, sondern wir geben Accountstände aus. Und wie passiert das, dass das nicht nachvollzogen werden kann? Normalerweise hat man ja zum Beispiel bei Bitcoin eine eindeutige Historie, die verifiziert, dass diese eine Person tatsächlich auch die Token hält, die sie ausgibt. Das passiert eben bei Zcash nicht, beziehungsweise in einer anderen Art und Weise. Bei Zcash geht eigentlich alles über die Hashes eines Accounts, beziehungsweise eines UTXOs. Und zwar wird einfach nur die Information gehasht, dass eine Person Token hat, und dieser Hash wird dann auf der Blockchain abgelegt, beziehungsweise in einem Register. In unserem Proposal einfach der Account State, der wird gehasht und zum Beispiel bei der Zentralbank abgelegt. Jetzt möchte man natürlich sicherstellen, dass man nicht irgendein Pre-Image, also ein Urbild, verwendet für diesen Hash, sondern dass es tatsächlich gewissen Regeln entspricht, dass da tatsächlich die Balance drinnen ist von dem jeweiligen Nutzer, dass sie auch tatsächlich mit seinem Private Key signiert wurde, dass dazu ein valider Personalausweis hinterlegt ist. Und das schaffen wir durch sogenannte Zero-Knowledge-Proofs. Zero-Knowledge-Proofs sind kryptografische Funktionen, die uns ermöglichen, Aussagen zu verifizieren, ohne tatsächlich sozusagen den Hintergrund dieser Aussagen zu zeigen. Also ich kann eine Behauptung verifizieren, ohne dass ich die Grundlage dafür vorzeigen muss. Und das basiert eben auf relativ komplizierter Kryptographie. Wir haben den Vorteil, dass es aktuell einige Frameworks gibt, die uns da ein Abstraktionslevel schaffen, sodass wir das relativ leicht implementieren können. So, also wie passiert jetzt so eine Transaktion? Ich erstelle einen Hash, beweise mit einem Zero-Knowledge-Proof, dass ich tatsächlich validen Input in diese Hash-Funktion reingeschrieben habe. Und dieser valide Input heißt nicht nur, dass ich meinen Private Key da reinschreibe, sondern auch, dass ich zum Beispiel keine Token aus dünner Luft, wie man es auf Englisch sagen würde, auf Thin Air produziert, sondern dass ich tatsächlich auch valide Transaktionen, die dem Geldsystem gerecht werden, erzeuge. Und zum Beispiel auch, dass ich jetzt in einem festgelegten Intervall nicht mehr als Betrag X an Token ausgebe. Das schafft der Zero-Knowledge-Proof. Der verifiziert sozusagen die Hashes, die ich der Zentralbank gebe. Die Zentralbank speichert diese Hashes dann ab und dann kann ich mit diesen Hashes wieder arbeiten. Denn über diese Zero-Knowledge-Proofs kann ich dann auch neue Hashes propagieren und alte Account-States invalidieren. Und was man dann in diesem Pool eben sieht, das sind ganz viele Account States. Man weiß aber nicht, welcher noch aktiv ist und welcher inaktiv ist. Über den Zero Knowledge Proof kann ich dann eben beweisen, dass ich einen Account State kenne, der noch nicht invalidiert wurde. Und
Ich kann einen neuen Hash erzeugen, der zum einen den alten Account State invalidiert und einen neuen gültigen Account State generiert. Und was die Zentralbank bzw. alle anderen sehen, sind eigentlich nur Hashes. Einmal ein Hash in einem Merkle Tree, also in einem Baum, in einem Binärbaum, wo einfach nur verschiedene Account States abbildet, und einmal eine Liste voller sogenannter Nullifier, die andere Account States einfach invalidiert. Und so lösen wir das Double Spending Problem und parallel kommen wir vom UTXO Modell zu einem Account State Modell. Jetzt möchten wir so die drei wichtigsten Abläufe oder Prozesse unseres Proposals kurz vorstellen. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Benny ja auch schon. Wie kommen wir tatsächlich auch in den Privacy Pool? Wie bekommen wir da einen Account? Und zwar gehen wir jetzt mal davon aus, als Vorausannahme, dass wir eine digitale ID haben auf Basis von SSI oder einem anderen Zertifikat. Im Idealfall natürlich auf Basis eines Personalausweises zur Validierung. Falls wir noch nicht so weit sind, aber mit der digitalen Währung weitermachen wollen, kann das natürlich auch eine Zentralbank ausstellen. Und da können verschiedene Informationen draufstehen. Und auf Basis dessen hat ein Bürger genau einen privaten Schlüssel. Und wie wir das ja auch schon bei Bitcoin kennen, da wird ja möglichst versucht, dass man immer nur einen privaten Schlüssel hat und einen Public Key, weil das würde ja dann wieder Pseudo-Anonymität oder Pseudonymität bedeuten. Gehen wir hier sicher, dass jeder tatsächlich diesen Private Key behält und keinen anderen Private Key hat, mit dem er an dem Privacy Pool teilnehmen kann. So erzeugt er einen Zero-Knowledge-Proof, den er der Zentralbank gibt, in dem drinnen steht, hallo, ich habe einen Personalausweis mit einem Private Key und erzeuge meinen ersten Account. Zentralbank schaut, ob das Zero-Knowledge-Proof passt, und wenn das Zero-Knowledge-Proof valide ist und den Ansprüchen genügt, die die Zentralbank irgendwann mal aufgestellt hat, dann wird dieser neue Hash in das Ledger geschrieben. Wie bekommen wir jetzt Geld in den Privacy Pool? Das geht über zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir möchten erstmal die naheliegendste sozusagen beziehungsweise die realistischste erklären. Das ist die untenrum. Ich gehe zu meiner Geschäftsbank und habe da ja, wie wir schon gesagt haben, sogenanntes transparentes CBDC-Konto. Das heißt natürlich nicht, dass jeder sieht, wie viel Geld ich habe, aber meine Geschäftsbank weiß eben, wie viel Geld ich habe. Und ich erstelle, bevor ich zu meiner Geschäftsbank gehe, ein Update meines Accounts, meines Privacy Pool Accounts. Und da ist wieder neue Hash drinnen. Dieser Hash wird validiert über einen Zero Knowledge Proof, der sagt, okay, der ist wirklich eine valide Änderung des letzten Account States. Und was dieser Zero Knowledge Proof noch als Ausgabe hat, das ist die Information, zum Beispiel 20 Euro. Und das muss man sehen, damit die Geschäftsbank dann eben auch dementsprechend 20 Euro von seinem transparenten Account abziehen kann, da ja dann 20 Euro in den Privacy Pool reingehen. Also da muss man immer schauen, dass man nur auf Null bleibt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist doof, da weiß man ja jetzt, dass jemand 20 Euro in den Privacy Pool gebracht hat. Stimmt halb, das ist jetzt so eine typische Semi-Private-Transaktion auch. Meine Geschäftsbank weiß, dass ich 20 Euro in den Privacy Pool bringe. Jedoch weiß die Zentralbank nur, dass ein Hash irgendwie mit 20 Euro verknüpft ist. Mehr nicht. Die können dann also nicht mehr die Verbindung zurück zu mir gehen, außer über die Geschäftsbank. Aber selbst dann ist das maximale Wissen, das sie haben, dass ich, Matthias Babel, in einem Privacy Pool bin mit 20 Euro. Wissen aber nicht, wohin das Geld geht, wissen selbst nicht, wann es ausgegeben wird. Und wenn wir jetzt diese Identifikation der Person eliminieren möchten, können wir über eine Geldautomaten gehen, rein theoretisch. Man erzeugt diesen Zero Knowledge Proof über sein Handy, gibt den Geldautomaten über irgendeine Technologie, mag es NFC, Bluetooth oder WLAN sein, steckt einfach seinen 20-Euro-Schein rein, der validiert 20 Euro, der Zero Knowledge Proof sagt, 20 Euro wird auf dem Privacy-Account aufgeschrieben, sagt, es ist korrekt, gibt die Transaktion an die Zentralbank weiter und dann hat man tatsächlich sogar diese semi-private Transaktion irgendwie dann auch wieder voll privat gemacht. Wenn man jetzt eine Transaktion innerhalb des Privacy Pools
ja, machen möchte, dann muss das so passieren, die beiden Transaktionspartner müssen miteinander kommunizieren, die müssen sich austauschen darüber, wie viel Geld sie dem einen, der eine dem anderen überweisen möchte, und sie müssen sich auch einig darüber werden, naja, wann sie es machen. Wir haben ja nur einen Account und es gibt natürlich viele verschiedene Ansätze, das zu umgehen, aber wir bleiben jetzt mal so. Und das ist streng linear. Also ein Account-State kann wieder nur durch einen anderen Account-State abgedatet werden. Das bedeutet, Person A, Alice, erzeugt ein Update seines oder ihres Account-States, in dem drinnen steht, ich ziehe 10 Euro ab. Und Bob erzeugt auch ein Update seines Account-States, auf dem steht, ich addiere 10 Euro auf meinen Account. Jetzt teilen die auch noch ein Geheimnis miteinander, eine Zufallszahl, und dadurch haben sie die Möglichkeit, die 10 Euro auch noch zu blinden. So, was jetzt dann die Zentralbank macht, die vergleicht die beiden Hashes, beziehungsweise die beiden Zero-Knowledge-Proofs, schaut, ob es sich um den gleichen Betrag handelt. Und wenn ja, und die Zero-Knowledge-Proofs auch alle korrekt sind, sprich, ja, kein Widerspruch in der Kryptographie liegt, dann datet die Zentralbank das Ledger ab durch das Aufschreiben der Hashes wieder. Das würde ich jetzt auch kurz in unserem Prototyp vorführen, beziehungsweise nicht vorführen, ich würde es zeigen, ähnlich wie wir es implementiert haben. Moment, da muss ich jetzt, genau. Man sollte Herr Babbel, jetzt. Herr Babbel, ich würde kurz die Zeit noch nutzen für ein paar Zwischenfragen, die aus dem YouTube-Chat vor allem gekommen sind. Ja. Der Herr Schellinger, der kann bestimmt gerne mithelfen, das zu beantworten, weil es ist weniger technisch. Und zwar war die erste Frage nach der Geldmenge. Ne? Also bei Bitcoin haben wir ja eine definierte Geldmenge, die wird über die Zeit sozusagen größer, erreicht dann irgendwann ein Maximum. Bei Zcash ist mir eigentlich auch der Stand, dass da auch eine beschränkte Geldmenge besteht. Wie ist denn das in Ihrem Prototypen? Also, wenn ich da kurz vielleicht antworten kann, Matze. Ja, naja. Also, wir haben jetzt da keine Beschränkung der Geldmenge, weil es komplett abhängig ist, wie die EZB ihre Geldpolitik hier fährt. Also, das ist unlimited. Das hatte ich ja auch zu Beginn gesagt, dass die EZB natürlich nicht ausfallen kann, weil sie so viel Geld drucken kann, wie sie möchte. Also jetzt hier keine Begrenzung an, dass sie nur gewissen Betrag natürlich jetzt lancieren kann. Das Einzige, was vielleicht nennenswert ist in dem Privacy Pool, der Matthias hat es schon mal ganz kurz erwähnt gehabt, die Zahlungen, die reingehen und rausgehen, da hat natürlich die EZB einen Überblick, wie viel insgesamt in dem Privacy Pool ist. Also sie weiß, dass irgendeine gewisse Menge X in diesem Pool ist. Man weiß aber nicht, wer wie viel wem gehört. Sie sieht immer nur Flüsse rein und Flüsse raus und kann dann sozusagen die Gesamtsumme immer bilden. Okay, danke für die nochmal, vielleicht auch doppelte Erläuterung, aber manche kommen ja dazu. Also deswegen vielen Dank und jetzt gerne den Prototypen weiter. Gerne. Matze, ich glaube, du bist noch gemutet, wenn du schon was sagst. Danke. genau. Unser Prototyp, da haben wir einfach mal eine Transaktion in erster Linie implementiert. Wir haben die Merkle Trees implementiert. Wir haben ein bisschen Zero-Knowledge-Logik auch implementiert. Und der ist auch auf GitHub zu finden. Wer sich den auch gerne mal zum Laufen bringen will, da sind wir natürlich auch immer glücklich über jeglichen Input, den vielleicht jemand findet oder noch Kreativität ja, genau. Und die EZB habt ihr schon angeschlossen, ja? Ja, genau. Also das ist tatsächlich auch eine echte Transaktion, die ich heute Mittag gemacht habe. Das war natürlich gar kein Problem. Nee, Spaß. Muss man aufpassen, sonst kommt man toll fürs Küche, ne? Also, genau. Ich habe da jetzt mal was kurz vorbereitet. Das ist so ein exemplarischer Durchlauf, wie so ein Onboarding plus Transaktion aussehen könnte und was dann tatsächlich auch die einzelnen Parteien sehen. Ich erstelle einfach einen Privacy Pool. Das bedeutet, ich erstelle einen Merkle Tree, der aktuell noch leer gefüllt ist, genauso auch wie die Liste an allen Nullifiern, die aktuell einfach leer ist. Dann erstelle ich einen Account, der hat jetzt einfach predefined 1.000 Euro.
kann da auch noch Informationen mitgeben, wie die Nationalität des Account-Eigentümers ist deutsch. Das würde dann zum Beispiel im Personalausweis drinnen stehen. Und dann habe ich hier einen Seed für sein Private Key. Der Seed für den Private Key sollte natürlich bei der anderen Person anders sein. Das ist natürlich klar. Und das wäre dann natürlich auch so. Der stellt dann noch einen zweiten Account. Und diese beiden Accounts, die onboarde ich dann einfach auf den Privacy Pool. Sprich, das ist eine ganz normale Transaktion. Ein Hash plus ein Zero Knowledge Proof, der zeigt, dass der Hash wirklich nach den Regeln gebaut wurde, die die Zentralbank aufgestellt hat. Und falls der Zero Knowledge Proof dann genau dieses bestätigt, werden die Accounts auf dem Privacy Pool geschrieben. Wenn jetzt Person A an Person B Geld überweisen möchte, müssen die sich erstmal über den Betrag einig werden. Hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Sprich, die eine Person muss 10 Euro abziehen, damit die andere Person 10 Euro draufrechnen kann. Dann müssen die sich auch irgendwie den aktuellen State beziehungsweise den letzten für sie wichtigen State des Privacy Pools ziehen, weil sie ja auf den letzten Hash ihres Accounts irgendwie zurückzeigen können müssen, damit sie zeigen können, ja, hier, das war mein alter Hash. Und dann kommt hier noch eine Zufallszahl und die brauchen wir, damit die Transaktionsmenge geblindet werden kann. Da brauchen wir auch keine Angst haben, wir sind kollisionsresistent bei Hashes, aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier nicht auch wieder irgendwie rausfinden, okay, den Hash habe ich schon mal gesehen, das könnten 10 Euro sein, sondern das ist tatsächlich eine Zufallszahl. Die müssen sich die einzelnen Transaktionsteilnehmer immer gemeinsam überlegen und darauf einigen. Jeder Transaktionsteilnehmer für sich selbst erstellt dann ein Update seines Accounts und diese Updates werden gemeinsam hier in Zeile 20 an den Privacy Pool gesendet. Da müsste man natürlich in der Realität aufpassen, dass man jetzt keine Korrelationsfaktoren oder Nachvollziehbarkeiten auf Basis von IP-Adressen oder Ähnlichem bekommt, wenn man schon fully private sein muss, darf man natürlich solche Netzwerkinformationen auch nicht vergessen. Da unten mache ich nochmal das Gleiche, um zu zeigen, dass es nicht nur einmal geht, sondern dass ich auch zweimal Sachen überweisen kann. Und dann zeige ich auch kurz, was dann tatsächlich, wie diese Transaktionen ausschauen. Das habe ich schon durchgespielt. Mein Computer hängt, glaube ich, gerade ein bisschen. So, jetzt. Schon auch noch sagen muss, dass die Zero-Knowledge-Proofs relativ rechenaufwendig sind. Ich habe leider gerade nicht so einen guten Computer mehr zur Verfügung, wie ich bei der Konzeptierung dieses Zero-Knowledge-Proofs hatte. Ich hatte damals einen Computer mit 6 physischen Kernen. Da hat eine Erzeugung von so einem Zero-Knowledge-Proof tatsächlich unter einer Sekunde gedauert. Hier bei dem Computer liegen wir bei 7 bis 12, 13 Sekunden, das ist natürlich schon ein bisschen länger. Da kommt man natürlich dann auch darauf an, was man für ein Smartphone verwendet, beziehungsweise wie dann da auch die Technologie sich auch noch entwickelt. Was man hier als erstes sieht, das ist ein Update, sprich, das ist jetzt eine Transaktion von Zeile 5 bis Zeile 29. Und hier, das sind jetzt die ganzen wichtigen Hashes für die Zentralbank. Das da unten, das ist tatsächlich nur der Zero Knowledge Proof, der sagt, diese Ausgaben wurden nach allen Regeln, die Zentralbank aufgestellt hat, erstellt. Und was man jetzt hier sieht, das ist, sind verschiedene Informationen, wie zum Beispiel die aktuelle Route des Merkle Trees der Zentralbank, dass man sagt, okay, das ist der Standpunkt, zu dem ich mich beziehe. Dann haben wir hier einen Timestamp. Das bedeutet zum Beispiel, dass diese Person Geld abzieht. Und das hier ist zum Beispiel jetzt einfach die Menge an Überweisungen. Und die muss zum Beispiel jetzt mit der zweiten Überweisung gleich sein. Das sehen wir auch hier. Und hierdurch kann dann die Zentralbank, also die weiß ganz genau, in dem Array ist es der dritte Eintrag und diese beiden Hashes müssen gleich sein. Dann weiß ich auch, dass die über den gleichen Geldbetrag sprechen. Und dann sehe ich hier, der eine zieht es von seinem Account ab und bei dem anderen ist eine 1, sprich, der rechnet es auf seinen Account drauf. Und dann weiß die Zentralbank, dass die Transaktionen auch zusammenpassen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Hier, diese Zahl wäre dann zum Beispiel noch, dass er jetzt beide deutsch sind. Das stimmt nicht. Das ist nicht, dass sie beide deutsch sind, sondern dass sie beide die gleiche Nationalität haben, weil wir nämlich da auch wieder die Nationalität mit
der Norms, also mit der Zufallszahl, ja, verknüpfen und dadurch dann wieder eine Entropie reinbringen. Was sieht dann am Ende die Zentralbank? Die bekommt natürlich diese Signale, also diese Input-Werte und kann natürlich feststellen, ob die wirklich richtig erzeugt wurden oder nicht. Und hat dann am Ende einen Ledger, das ist jetzt hier ein Merkle Tree, bei dem wir nur die Leaves sehen. Unten ist noch nicht aufgefüllt. Und oben sehen wir, okay, das ist der erste Account State, das ist der zweite Account State. Wir wissen ja jetzt, die sind nacheinander eingefügt worden. Also wird das wahrscheinlich ein Onboarding sein und das ein Onboarding. Und das war die erste Überweisung, die zweite Überweisung, die dritte Überweisung und die vierte Überweisung. Und das kann jeder im Netzwerk sehen. Aber das sind einfach nur zufällige Hashes. Und dann sehen wir auch noch die Liste der Nullifier. Und mit dem Zero Knowledge Proof können wir jetzt dann zum Beispiel beweisen, dass dieser Hash zu diesem Hash invalidiert. Aber ohne den Zero Knowledge Proof dazu sehen wir da keinerlei irgendwie Korrelation. Wir wissen bloß, dass hier 6 Hashes sind und hier 4 Hashes. Das bedeutet, dass 2 Account States aktuell noch valide sind und die 4 einfach ausgegeben wurden. Und wie der Benny auch schon gesagt hat, nicht die Zentralbank macht irgendwie so die Buchführung, sondern jede Person macht es für sich selbst. Sprich, jeder muss dann auch wirklich aufpassen, dass er sich merkt, wann habe ich welches Geld ausgegeben, was ist gerade meine Balance und was ist mein monatlicher Turnover? Also wie viel Geld darf ich noch in diesem Monat ausgeben? Und das hier ist tatsächlich komplett privat für den Bürger. Und das ist auch das, was ihn tatsächlich dann auch ermächtigt, eine neue Transaktion zu tun. Verliert der User diese Informationen, so kann er auch keine neuen Transaktionen mehr erstellen. Das bedeutet, ihr könnt programmatisch oder die Idee ist, verschieden programmatisch Regeln zu hinterlegen, dass man entweder eine Accounthöhe oder nehmen wir mal an, das, was heute Bargeldzulassung ist, wo man dann was notieren oder authentifizieren muss, das wäre hinterlegbar. Was für ein jetzt DLT oder nicht DLT, ist das ein Smart Contract Mechanismus oder ist das, weil ihr vorhin sagtet, das war mir nicht ganz klar, das ist jetzt die Geldimplementierung ist DLT, also Blockchain-frei oder ist das doch Blockchain, also Ledger-basiert? Genau, also die Logik, die passiert auf dem Zero Knowledge Proof. Ich beweise, dass ich einen alten Account-State habe, wo beispielsweise 100 Euro drauf sind. Ich erzeuge einen neuen Account-State, auf dem nur noch 90 drauf sind und zeige einmal auf den alten Hash und gebe einen neuen Hash raus. Und bei Zcash würden jetzt zum Beispiel die Hashes auf der Blockchain gespeichert werden. Das sagen wir jetzt, muss nicht unbedingt passieren, da wir bei einer Zentralbankwährung ja doch einen Intermediär haben, dem wir vertrauen und dem wir auch nicht aus dem Spiel nehmen wollen. Deswegen wäre unser Ansatz sogar Blockchain-frei. Genau. Und abschließend dann auch noch unsere Evaluation über unser Projekt und dann auch so die nächsten Schritte. Wir hatten jetzt auch ungefähr 20 Interviews geführt mit über 40 Experten, in denen wir unseren Prototypen evaluiert haben und wirklich technisch, rechtlich und ökonomisch durchgesprochen haben. Die größten Diskussionspunkte waren natürlich, okay, man muss aufpassen, dass Geschäfte kein Limit haben in der Transaktionshöhe. Das lösen wir zum Beispiel dann über semi-private Transaktionen. Dann haben wir aktuell noch das Problem, dass wir natürlich keinen digitalen Personalausweis haben. Dann aktuell ist die Zero-Knowledge-Technologie auch noch in den Kinderschuhen, kann man sagen, sprich performance-technisch muss sich dann auch einiges tun. Oft wurde natürlich die Frage gestellt, die du auch gerade gestellt hast, Ralf, was ist die Rolle der Blockchain, wo kann man sie integrieren? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie man politisch das auch lösen möchte. Ist ja nicht nur Deutschland, ist ja auch europaweit. Und da hat man ja dann verschiedene Stakeholder, die man auch befriedigen muss. Und dann, wie können wir Risiken irgendwie abschätzen? Welche Risiken könnte es geben in unserem System? Was passiert, wenn Zero Knowledge Proof irgendwie geknackt wird? Wir sind ja doch irgendwie in einem System, was ja komplett anonym ist. Sieht man das dann? Wie kann man es dann feststellen? Wie könnte man regelmäßig Prüfungen durchführen, dass kein Geld erzeugt wird? Und wie können wir die von Benny schon angesprochenen Money Mules, also dass jemand sein Personal-ID, also sein Private Key, mit dem er
auf den Privacy Pool zugreifen kann, weitergeben? Wie kann ich das verhindern, dass jetzt zum Beispiel ich zu meinem Opa gehe, der da eh nichts machen will und dann einfach dem sein Betrag X auch noch ausgeben kann monatlich? Genau, was unsere nächsten Steps sind, das ist einfach unser Konzept weiter zu verfeinern, dann den Prototypen noch weiter zu entwickeln und natürlich den Gedanken auch weiter zu verbreiten und viele Leute von Zero Knowledge Proofs und den Möglichkeiten, die daraus wachsen, zu begeistern. Wer auch noch das Paper lesen möchte, das ist ein bisschen länger, kann gerne noch diesen QR-Code scannen. Da freuen wir uns natürlich auch auf Input. Genau, und dann würde ich zu dir geben, Benni. Entschuldige nochmal, Herr Schellinger und Herr Babbel, ich würde gerne nochmal fragen, machen wir noch eine Fragerunde oder kommt das später noch? Also mir brennen schon die Fragen. Ja, Arno, schieß los, beziehungsweise wir sollten auch dann bitte die Chats abarbeiten in Fragen. Ja, also kleinen Moment. Herr Babbel und Herr Schellinger, ich bin erstens vielen, vielen Dank. Ich bin extrem begeistert. Ich muss ja dazu sagen, ich bin ja so ein heimlicher Zero Knowledge Insider, weil ich bei einem Fork von Zcash mich berufstätig mal involviert habe. Wir sind Zencash Horizon. Horizon gibt es ja heute noch, ist quasi jetzt nur umbenannt, war früher Zencash. Und die Problematiken, die jetzt von Ihnen beschrieben wurden, oder auch wenn Sie gemacht haben, 40 Interviews und die Bedenken, die jetzt kurz geschildert wurden, die haben wir natürlich auch immer auf dem Schirm gehabt. Das Spannende ist eigentlich, dass trotzdem, also ich war in Amsterdam auf Konferenzen, was habe ich noch alles für Konferenzen mitgenommen? Also, ja, weiß ich gar nicht. Waren so viele. Naja, auf jeden Fall war die Aussage, dass diese Privatsphäre, vor allem, Sie hatten vor uns den Supermarkt so als Beispiel, genau dort, also im B2B-Bereich, ist es eigentlich extrem wichtig, dass ich irgendwie eine verbesserte Privatsphäre habe. Nehmen wir mal den Fall, ich habe jetzt wieder im europäischen Raum, Spanien, Frankreich, die haben irgendwelche größeren Millionen-Deals über Energie, weil Frankreich halt Atomkraft noch erzeugt und verkauft halt den Strom. Da profitiert eigentlich nicht nur der Kleine von einem gewissen Grad mehr Privatsphäre, sondern vor allem auch Große, na, weil die können dann Verträge eben ein bisschen, wenn es um Geld geht, damit, wenn die Geldbewegung ist, schützen. Nun ist ja Ihr Framework mit der Besonderheit, dass man diese Grenzen, ab wann es den Private Pool oder eben diesen semi-transparenten Bereich sozusagen erwischen muss, kann man ja steuern. Da ist meine Frage, steuern und kontrollieren. Sie haben immer argumentiert, da gibt es eben eine EZB oder denjenigen, der die CBDC betreibt. Könnten Sie vielleicht das nochmal kurz erläutern? Gibt es denn wirklich kein Szenario, wo man wenigstens sagen kann, es gibt 10 Staaten, die haben jetzt zusammen eben eine CBDC rausgebracht und haben irgendeine Art von Konsensus oder irgendeine Art von Governance oder vielleicht Hebel, die schon eingebaut oder implementiert sind? Oder gibt es da vielleicht erstmal nur Ausblicke? Das wäre so eine ganz komisch lang formulierte Frage. Ich hoffe, es ist angekommen. Ja, auf jeden Fall. Matze, möchtest du oder soll ich? Ja, also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin als Hintergrund der Informatiker. Was da geldpolitisch dahinter steht und Ähnliches, da muss ich mich auch ganz stark raushalten. Aber das sind jetzt genau die Fälle, die ich auch schon angesprochen habe. Ich denke, da würde eine Blockchain-Technologie auf jeden Fall helfen, um da ja sozusagen gleiche Stakes für alle zu schaffen, um da im Sinne einer DAO vielleicht auch einen gemeinsamen Konsens zu finden, auch wie soll ein Zero Knowledge Proof ausschauen. Auf welchen Zero Knowledge Proof einigen wir uns? Beziehungsweise auch möchten wir jetzt nicht, dass eine zentrale Identität oder Entität ein Ledger hält. Deswegen speichern wir einmal den Privacy Pool auf einer Blockchain. Und dann können wir natürlich auch sagen, wir bewegen uns jetzt nicht nur im Public-Bereich, beziehungsweise ohne irgendwie Privacy-Preserving-Methoden können wir auch auf Blockchains, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ich denke da jetzt zum Beispiel auch an Hyperledger Fabric, dass man ja auch die Offenheit oder beziehungsweise die Dinge, die man auf der Blockchain sieht, ja auch einschränken kann. Wir haben verschiedene Paper ja auch evaluiert und
In vielen Papern haben wir genau diesen Ansatz eben auch gesehen, dass man eine Blockchain verwendet, um verschiedene Banken miteinander zu synchronisieren und auch die Blickwinkel, die diese einzelnen Banken untereinander haben, natürlich auch zu blinden. Genau. Gerne auch du nochmal ergänzen, Benni. Ja, gerne. Also vielleicht grundsätzlich nochmal, also wir wollten eigentlich mit unserem Vorschlag einfach nochmal aufzeigen, vor allem auch bei den ganzen Entscheidungsträgern in Zentralbanken, Regulierern etc., dass wir technisch wahnsinnig viele Freiheitsgrade haben, dass wir auch wirklich diese bisher nicht geglaubte Möglichkeit, dass wir beide Dimensionen zu 100% erfüllen können, sprich komplette private Transaktionen und regulatorische Vereinbarkeit technisch umsetzen können. Wir sind komplett auch frei hinsichtlich dieser Limits und auch welche Limits das sein sollen. Also technisch ist das ja alles ein Klacks, das einfach umzusetzen. Das ist aber auch eine Frage, die aber am Ende an den Regulator, an die Zentralbanken, an die Regierung und vielleicht auch an Strafverfolgungsbehörden geht, wie das dann am Ende auch ausschaut. Wir argumentieren sogar teilweise, dass wenn wir diese regulatorische Vereinbarkeit haben, sprich wir sind identifiziert über einen digitalen Ausweis oder wenn wir das im heutigen System implementieren würden, wir wurden schon mal ongeboardet in einer Bank, dann könnten wir sogar rein theoretisch die Limits dann noch viel höher setzen oder komplett wegnehmen, weil wir gar nicht in die Gefahr laufen, wenn wir natürlich Algorithmus des Zero Knowledge Proofs natürlich vertrauen, da in irgendwelche kriminellen Aktivitäten hineinzukommen. Das vielleicht nochmal so als Ausblick beziehungsweise so als Hintergrundinformation. Schön. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Es war ein bisschen angedeutet, dass man, also Herr Ralf hatte das schon gefragt, eigentlich braucht ihr keine Blockchain, dann könnte man ja ein CBDC auch auf Lightning machen, oder? Oder auf anderen Sidechains so. Also ne, ohne Blockchain heißt ich, oder Datenbank irgendwelche nehmen. Also wollt ihr weiter in die Richtung implementieren oder ist euch das... Ihr wollt eher Richtung Blockchain implementieren in Zukunft? Also mein Paradigma, um das kurz vorwegzunehmen, ist so viel Blockchain wie nötig, so wenig wie möglich. Und ich denke, so sollte man allgemein mit der Blockchain-Technologie umgehen und natürlich immer evaluieren, in meinem speziellen Use Case brauche ich tatsächlich die Blockchain-Technologie. Soweit wir eine zentrale Einheit haben, der wir vertrauen und der wir auch nicht die Macht wegnehmen möchten, beziehungsweise auch nicht dürfen, bin ich jetzt nicht der Meinung, dass wir wirklich eine Blockchain-Technologie brauchen. Außer natürlich diese zentrale Entität sagt, okay, ich möchte eine Blockchain-Technologie verwenden aus Gründen der Availability oder Resilienz. Hat ja auch andere Vorteile, außer dass man dezentralisiert sozusagen Governance betreiben kann, sondern eben auch, dass man relativ leicht ein sehr robustes, dezentrales Netzwerk aufsetzen kann. Und genau aus dem Sinne würde ich da auch auf die Frage antworten. Also es kommt immer tatsächlich darauf an, wie man das am Ende spielen möchte und was dann natürlich auch ökonomisch am Ende und politisch am sinnvollsten ist. Okay, gut, Ralf, jetzt kann ich gerne kannst du gerne ein paar Fragen noch vorlesen. Also Herr Babel, Herr Schellinger, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, den Jonas Gross hatte ich sogar zur Frankfurt Crypto Asset Konferenz, CAC, kennengelernt. Also ihr seid ja wahrscheinlich alle beim Professor Sandner oder so. Ein bisschen kennt ihr den vielleicht? Genau, wir kennen ihn, ja. Alles klar, dann viele, viele Grüße aus Dresden. Und Ralf, les mal vor jetzt, komm. Gib ihm. Ja, was heißt gib ihm? Einige der Fragen werden nachher sicherlich auch noch in der Diskussion, also wegen Zentralbank pleite gehen, wer hat die Lizenz zum Geld drucken und aber erst nochmal zusammengefasst. Also das heißt, was ihr hier als Demonstrator implementiert habt, ist ein accountbasiertes Geldzugangssystem, was man mit digitalen Identitäten leicht verbinden kann oder abbilden kann. Nehmen wir mal an, einen hochsicheren Personalausweis, wie er hoffentlich bis Ende dieses Jahres zur Verfügung steht, mit Applikationen, der dann auch ein Secure-Element hat. Und da haben wir ja das neue Personalausweisgesetz, was seit 2 Wochen gilt, wo man das auch komplett digital in einer Wallet, Smart Wallet, abbilden könnte und daraus abgeleitet eben zu einer sicheren Beantragung eines accountbasierten Kontos machen könnte. Wie jetzt, auf welche Art und Weise die Kontoführung umgesetzt werden würde, ob man dort einem Vollgeldmodell oder einem
Zentralbank, wo auch ein Bürger ein Zentralbankkonto hat und oder das vielleicht doch bei der Geschäftsbank ist, da gibt es ja mehrere hybride Denksportarten. Das würden wir nachher in der Runde diskutieren, die wir im Roundtable haben, diese Thematik Vollgeld oder auch diese drei verschiedenen, wer kann Geld schöpfen. Heute machen es ja die Geschäftsbanken gegenüber den Privatkunden, dass sie Geld schöpfen. Ansonsten liegt die Geldschöpfung ja in der Zentralbank hoheitlich, beziehungsweise EZB bei uns und im Euroraum. Und das heißt, ihr könntet mit diesem Modell im Prinzip auch alle drei möglichen Account-Abbildungen, also ob man jetzt ein Zentralbankkonto jeder Bürger hat oder ob man ein Geschäftsbankkonto hat oder das auch hybrid ist, das könntet ihr mit dieser Lösung theoretisch abbilden. Und auch, wie du vorhin sagtest, die Geldschöpfungshoheit, also Geldmenge, ich glaube Umlaufmenge ist es M2 oder M3, da bin ich nicht fit. Wie viel Geld ist also auch Bargeld jetzt im Umlauf, beziehungsweise es wäre hier jetzt digitales Geld. Das könnte beliebig eingespeist werden, abhängig von den politischen Gegebenheiten, beziehungsweise was die EZB jetzt, wenn es ein digitaler Euro wäre oder die währungshoheitliche Stelle machen könnte. Okay. Das heißt also hier, ihr wäret mit diesem Ansatz, auch wenn die Identität, die kann man ja, die muss ja auch nicht Blockchain-basiert, Dezentralität oder geankert werden oder geankert werden. Das heißt, ihr könntet eine solche Lösung, könnte man auch komplett Blockchain-los machen. Könnte das sein, wenn man auch nicht Identität Blockchain ankert und das Account-System auch nicht im Blockchain-Bereich ankert, also könnte man das DLT losmachen. Ist das so das richtige Verständnis? Okay, gut. Dann gab es hier, ich will jetzt mal ein bisschen in die Fragen gehen. Mandy Mischak fragt, Geld hat per Definition drei Funktionen zu erfüllen. Tauschmittel, Bilanzierungsmittel, Wertspeicher. Der Euro ist bis heute kein Wertspeicher. Das ist wahrscheinlich mehr eine Zentralbankfrage, die würde ich zurückstellen in die Diskussion. Eigentlich ist der Euro heute schon ein Wertspeicher, bloß es sieht derzeit aus, als könnte bei dem Papier- oder Fiat-genannten Geldformen ein bisschen der Wert nachlassen, weil viel gedruckt wird zurzeit. Aber ich glaube, das sollte man später diskutieren. Dann gibt es noch ein paar Fragen, Geldmenge hat man, Supply, wie wird damit umgegangen im Prototypen? Da seid ihr offen, das habt ihr schon beantwortet. Dann, es gibt Euro und Bitcoin, warum sollten die Menschen diese Währung benutzen und nicht gleich Bitcoin, zumal diese ja mehr Anonymität und Pseudonymität gewährt, also beim Bitcoin und Pseudo-Anonymität. Glaube ich nicht, beim Bitcoin zumindest bei diesen, wenn man das über IP-Adressen identifizieren kann, dann kriegt man die Identität eines Bitcoiners schon raus oder kann man rauskriegen, auch wenn man dort eigentlich das UTXO-Modell hat. Aber es scheint trotzdem möglich. Ich meine, die ganzen Ermittlungen zeigen das ja letztendlich doch. Dann eine weitere Frage, pleite gehen, ja, das ist, hier ist eine Frage bei Netto oder Ähnliches, wenn man eine Rabattkarte benutzt, werden die meisten Menschen nicht auf ihre Privacy achten wollen. Das ist richtig, dort machen wir uns in der heutigen Implementierung von Rabattkarten oder Payback zum Beispiel doch relativ nackig. Auch hier gibt es in einem der Projekte, die wir derzeit bearbeiten, wo ihr ja mitarbeitet, sichere digitale Identitäten, einen Ansatz durch diese, mithilfe von diesen dezentralen Identitäten und auch mit Zero-Knowledge-Proof-Technologie die Anonymität auch bei Rabattkarten umsetzen zu können. Mit einem ähnlichen Technologieansatz, wie ihr das jetzt hier demonstriert habt. Und eine weitere Frage, die Fragenden können sich auch gerne entmuten und per Mikro die Fragen stellen, wem es auf der Zunge brennt, bevor ich das hier alles durchgehe.
die Fragen, die hier im Channel sind. Du musst ja auch auf die Zeit achten. Du musst ja auf die Zeit achten. Genau, ja, aber gibt es hier eine Frage, gibt es hier Aufzeichnungen auf YouTube? Ja, die gibt es. Hier noch eine Frage von Mandy Mischer. Kann das Geld der Zentralbank sehr wertlos werden? Wir hätten in Deutschland in der Vergangenheit schon viele gesetzliche Währungen und der Euro wird nicht letzte sein, wenn die aufgenommenen Schulden nicht mehr zurückgehalten und so weiter, weil es die Wirtschaft nicht mehr gibt. Also Währungscrash, Währungsveränderung, das diskutieren wir nachher auch ganz klar in der Diskussionsrunde. Ralf, lass dich mal bitte überbrechen. Ich habe nämlich eine Frage. Und zwar, ja. Matthias, du hast vorhin gesagt, dass in der Transaktion, also wenn ich jetzt eine Geldüberweisung mache, dass da das Limit noch drin steht, was ich diesen Monat noch überweisen darf. Richtig? Das heißt, im Umkehrschluss, diese Limits müssen am Monatsende oder am Monatsanfang einmal wieder zurückgesetzt werden, automatisch. Das heißt, ihr müsst dann in der Nacht um 0 Uhr oder 0 bis 1 Uhr, wie auch immer, dann einen Rechnungslauf machen, wo ihr alle Konten aktualisiert. Und deswegen muss ich mir dann mit meiner Wallet quasi immer diesen aktuellen Hash wiederholen. Richtig? Ja, also man kann es so realisieren. Wir haben uns das so gedacht, wir schicken jedes Mal einen Timestamp mit, der wird ja auch mit veröffentlicht, also das ist nicht durch einen Zero Knowledge Proof geblindet, sondern den zieht auch die EZB. Der muss in gewisser Weise aktuell sein, also je nachdem, wie die Latenz des Netzwerks ist, eine entsprechende passende Zahl. Und da hat man dann eben die Möglichkeit, dass man in seiner Wallet automatisch den Counter sozusagen zurücksetzen darf. Und es ist eben hinterlegt, die letzte Uhrzeit, wo man es zurückgesetzt hat, das ist auch im Hash hinterlegt. Sprich, man kann beweisen, ich habe mein Transaktionslimit erst vor einem Monat zurückgesetzt. Deswegen möchte ich es jetzt zurücksetzen. Und das erlaubt mir dann das Zero Knowledge Proof auf Basis des Timestamps, den ich mitgebe. Und die EZB muss dann eben schauen, ob der Timestamp, der mitgegeben wird, auch realistisch ist. Das heißt, ich mache die Rücksetzung kurz vor der nächsten Transaktion, die ich jetzt beabsichtige zu tun. Bei der nächsten Transaktion, ja. Also kurz davor oder bei? Genau. Na was, bei oder davor? Bei der nächsten Transaktion. Mhm. Aber man kann das natürlich auch anders fahren, dass man sagt, die Wallet versteht es selbst, wenn sie sich zurücksetzen soll. Man schickt eine leere Transaktion, die nur diesen Counter zurücksetzt. Aber das bräuchte man eigentlich nicht machen. Danke. Ralf, du darfst weiterreden. Ja, danke dir, Thor. Ja, ich glaube, einige oder die meisten der Fragen würden wir nachher in der Diskussion oder im Kontext der Diskussion, die dann nicht ganz so technisch ist, erörtern. Aber wenn jetzt weitere Wortmeldungen sind, gerne, dann gerne entmuten und die Fragen hier stellen. Ich hatte eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, wann ich den ganzen Vortrag da, ob das behandelt wurde, aber wie ist das mit der Kompatibilität mit anderen Währungen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel außerhalb vom Euro etwas kaufen möchte. Wurde dazu etwas gesagt? Da haben wir tatsächlich konkret jetzt nichts gesagt und haben uns auch konkret noch gar keine Gedanken dazu gemacht. Im Privacy Pool, also der voll anonymen Privatsphärenbereich, ist das natürlich jetzt aktuell nicht vorgesehen, dass man das mit anderen Währungen mischt. Wir sind da auch bei einem Fungible Token, also wir haben jetzt auch nicht die Möglichkeit, irgendwie verschiedene Währungen zu mischen in diesem Bereich. Aber natürlich kann man da auch dann überlegen, wie können verschiedene Privacy Pools miteinander spielen über jeweils semi-private Transaktionen, dass man zeigt, okay, ich möchte jetzt 30 Euro aus dem einen Pool rausüberweisen, das nimmt die eine Zentralbank an
Und die andere Zentralbank rechnet es dann zum Beispiel in 45 Dollar um und überweist es dann in den nächsten Pool rein. Also solche Gedankenspiele sind natürlich möglich, aber dann aktuell, so wie ich mir es jetzt gerade vorstelle, dann eher nur in semi-privaten Transaktionen, wo man dann zwar nicht sieht, wer es überweist, aber eben wie viel Geld aus dem einen Pool in den anderen fließt. Alles klar, vielen Dank. Also technisch könnte man das durchaus auch zwischen zwei Privacy-Pools umsetzen, wenn man möchte. Also wenn man sagt irgendwie, es gibt die EZB, die hat einen Privacy-Pool und die Fed, die hat einen Privacy-Pool. Im Moment beweisen wir sozusagen, das, was der eine dazugekommen hat, ist das, was bei dem anderen abgezogen wird. Das ist ein Wechselkurs von 1:1. Man könnte jetzt natürlich auch beweisen, wenn man ein gemischtes Paar hat, dass das, was bei dem anderen dazukommt, zum Beispiel 1,42 mal das ist, was beim anderen abgezogen wird und aufgedeckt wird sozusagen die 1,42, wenn das der entsprechende Wechselkurs ist. Also technisch könnte man das mit Zero Knowledge Proofs ohne weiteres machen, wenn sich die beiden Zentralbanken über den Wechselkurs einig sind. Bedanke ich mich recht herzlich für eure Präsentation, auch für die Erklärung des Demonstrators. Auch wenn wir natürlich jetzt mit dem, was ist überhaupt ein Zero Knowledge Proof, die Leute natürlich sehr, sehr, sag ich mal, technisch oberflächlich, das wäre auch nicht so einfach zu erklären, was das wirklich ist. Das heißt, vielen Dank für euren technischen Ansatz und ich glaube, beziehungsweise kann mir gut vorstellen, dass, hoffe ich, Bundesbank bzw. Europäische Zentralbank hier sehr intensiv darüber nachdenken, ob denn die Forderung der Privatheit, einer ähnlichen Privatheit, für wie wir es heute beim Bargeld haben, beziehungsweise wie sie in einer Befragung der EZB an Bürger, die europaweit durchgeführt worden ist, wo ja die mehrheitliche Rückmeldung Privatheit ist, Anonymität und Privatheit ist ganz, ganz wichtig. Prozentual war das die meistgeforderte Eigenschaft der Rückmeldung. Und mit dieser Thematik würde ich gern jetzt in die Roundtable-Diskussion überführen. Ich begrüße dazu zunächst Simon Hess vom Monetative e.V., der mit mir zusammen die Roundtable-Diskussion ein bisschen moderieren wird. Und Simon, stell du dich doch mal kurz vor. Ja, vielen Dank. Ja, auch von mir noch. Guten Abend zusammen. Ich bin der Simon Hess, ich bin zweiter Vorsitzender des Vereins Monetative e.V. Und ich schreibe auch gerade meine Doktorarbeit zum Thema CBDC. Aber ich behandle mir die rechtlichen und ökonomischen Fragestellungen. Und ich möchte jetzt die Panel-Teilnehmer begrüßen. Und ich möchte beginnen mit Frau Heike Winter von der Bundesbank. Ja, gerne. Herzlichen Dank. Mein Name ist Heike Winter, wie Sie schon gesagt haben. Ich bin bei der Deutschen Bundesbank. Insofern hier in der Runde als Vertreterin der Zentralbank, weil die Deutsche Bundesbank, wie Sie alle wissen, ja zusammen mit der EZB und den anderen nationalen Zentralbanken im Euroraum den Euro rausgibt und wenn es dann ein CBDC geben sollte, einen digitalen Euro, würden wir das natürlich auch sozusagen wie gehabt im Verbund machen. Meine Aufgabe, ich bin aus dem Bereich bargeldloser Zahlungsverkehr, bin jetzt auch mit eingebunden in das Projekt Digitaler Euro, was ja jetzt, wie ich glaube, das hatten Herr Schellinger und Herr Babel vorhin schon erwähnt, ist ja seit Mitte Juli entschieden, dass es da eine Voruntersuchungsphase gibt, bis dann praktisch der digitale Euro gebaut werden würde. Technisch, dem geht jetzt erstmal sozusagen eine Untersuchungsphase voraus, in der man dann eben auch mit den Geschäftsbanken, mit dem Handel, mit den ganzen Stakeholdern spricht und den Dialog sucht und natürlich auch anfängt, an technischen Lösungen zu feilen. Das sind 2 Jahre für eingeplant und danach geht es, wenn dann die Entscheidung kommt, wir machen es, dann müsste man wahrscheinlich noch mal 3 Jahre rechnen. Also das zum Stand der Planungen. Und denke, ich freue mich auf die Fragen und habe schon gehört, hier gibt es eine ganze Menge doch an Vermutungen, was Zentralbanken machen und teilweise auch Missverständnisse. Und da freue ich mich, wenn ich die ausräumen kann. Danke.
Also vielen Dank, schön, dass Sie da sind. Dann begrüße ich Professor Jens Strücker von der Uni Bayreuth. Ja, schönen guten Abend. Ich bin, denke ich, heute vor allen Dingen in der Rolle als einer der Leiter des Blockchain Labs, Fraunhofer Blockchain Labs, da. Bin von Haus aus tatsächlich Wirtschaftsinformatiker und Ökonom, also habe auch mal VWL studiert, schon lange her. An der Stelle gibt es natürlich dann die spannenden Schnittstellen. Uns beschäftigt aber natürlich Krypto, Kryptogeld, digitale Währung, aber auch die Schnittstellen eben zu, ob das jetzt Maschinenidentitäten ist, Konzepte wie SSI. Das greift natürlich alles schön ineinander und das ist ja eigentlich auch das Tolle an tokenbasierten Ansätzen, dass wir damit halt deutlich über die heutigen Funktionen von Geld drüber hinausdenken können. Das ist, glaube ich, auch das, was so in die Zukunft weist. Also es geht ja nicht darum, hier einfach nur ein Abbild zu schaffen, sondern hoffe ich zumindest, sondern letztlich vielleicht Dinge auch weiterzuentwickeln. Und ja, da freue ich mich auf die Diskussion gleich. Und ich begrüße zwar noch Manuel Klein, auch von Monetative e.V. Und er ist noch Unternehmensberater bei Ernst & Young. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auch dabei zu sein. Spannendes Thema. Ich beschäftige mich auch schon jetzt seit rund 6 Jahren ziemlich intensiv mit dem Aufbau des bestehenden Geldsystems und mit alternativen Geldsystemen. Bin dann nach oder während des Studiums sogar schon zum Verein Monetative gekommen, habe mich da recht stark eingebracht, den Verein weiterentwickelt und mitentwickelt, auch im Austausch mit Zentralbanken, mit Politik. Und ich glaube, gerade in den letzten Jahren ist gerade in der Beschreibung rund um die Funktionsweise des bestehenden Geldsystems doch einiges passiert. Das sah vor 5 Jahren noch ganz anders aus, wo man schräg angeguckt wurde, als man gesagt hat, dass Banken Geld erzeugen. Und gerade jetzt im Zuge der Debatte rund um Kryptowährungen und dann natürlich auch seit einigen Jahren rund um CBDC, Central Bank Digital Currency, ist da einiges passiert. Jetzt hört man praktisch täglich auch bei mir im beruflichen Umfeld die Begriffe Commercial Bank Money, Giralgeld, und das freut mich einerseits natürlich sehr, weil das bestehende Geldsystem hinterfragt wird, diskutiert wird, aber auch besser verstanden wird. Ich bin dann zu einer Beratung gegangen im Finanzdatenbereich, habe da 2 Jahre in der Beratung gearbeitet und bin dann zu Ernst & Young gewechselt, zu EY, und beschäftige mich da eben auch mit Anwendungen der Blockchain-Technologie im Finanzsektor, das ganze Thema rund um digitales Geld, also großer Fokus, aber auch digitale Assets. Abschließend will ich aber noch sagen, ich würde jetzt hier wahrscheinlich mit meinen Meinungen keine der Institutionen vertreten, also weder EY, noch würde ich mir anmuten, auch mit meiner Meinung jetzt den Verein Monetative in Gänze zu repräsentieren, aber ich glaube schon, dass ich da zu den Themen ganz gut was beizutragen habe. Dann begrüße ich noch Klaus George von der DZ Bank. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Klaus George, ich arbeite bei der DZ Bank. Ganz kurz 2 Sätze zur DZ Bank. Das ist die Zentralbank des genossenschaftlichen Verbundes, also Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken. Es ist die nach Bilanzsumme 2 größte Bank in Deutschland und die Bank mit dem meisten Zahlungsverkehr aktuell, den wir abwickeln. Zu meiner Person auch noch 2 Sätze. Ich bin eigentlich Informatiker von Haus aus, renne aber seit über 20 Jahren in Banken rum. Also ich bin ein Twitter. Letztes Mal musste mich leider ein Treasurer gegenüber seinen Technikern dolmetschen, als wir über Blockchains gesprochen haben. Das hat mich etwas getroffen, gebe ich zu. Beruflich beschäftige ich mich in der DZ Bank aktuell mit Data Science und digitalen Währungen oder Geldformen. Und last but not least haben wir noch Thor Alexander, Autor des Buches Dezentrales Geld. Hallo, schön hier zu sein. Also ich beschäftige mich schon länger mit Geld. Ich habe natürlich auch einige Bücher zu Kryptos geschrieben, Dezentrales Geld, Bitcoin-Testament und so weiter. Aktuell arbeite ich am nächsten Buch, Was ist Geld? Und da beschäftige ich mich einerseits mit der Geschichte vom Geld und andererseits aber auch, was Geld macht und was Geld bedeutet und was Geld überhaupt ist. Die, sagen wir mal, digitalen Zentralbankwährungen verfolge ich auch schon eine ganze Weile. Allerdings sehe ich die Entwicklung sehr kritisch. Ich denke mal, das wird dann nachher auch ein bisschen mein Diskussionsbeitrag im Panel sein. Gut, ich möchte das Thema, was ich auch als Überleitungsthema genommen habe, um da mal in die erste Fragestellung einzustimmen. Ich hatte ja gesagt, dass im Vorfeld durch die EZB, bevor man jetzt den digitalen Euro, dieses 2-Jahres-Programm, was startet, wo man das prüfen will, führt man ihn ein, wenn ja, wie? Da wurde ja abgefragt, was sind die wichtigsten Eigenschaften oder was ist für euch wichtig, liebe Bürger oder Einrichtungen auch. Es wurden ja auch Banken befragt, aber es kam
von vielen Privatbürgern eine Rückmeldung: Privatheit, Privatheit, Anonymität. Ja, wie wahrscheinlich wird es sein, dass ein digitaler Euro DLT oder Blockchain basiert, beziehungsweise ob er, wird er, um die Privatheit zu sichern, was wir hier in dem Ansatz vorher gehört haben, wird er Zero-Knowledge-Proof-Technologie enthalten? Das stelle ich jetzt mal zur Diskussion. Oder wer sich jetzt berufen fühlt, das zu beantworten. Vielleicht fangen wir mal mit Ihnen, Frau Dr. Fischer, an. Wie sehen Sie bitte, das Thema Privatheit und digitaler... Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich das mache. Man muss auch darauf... Frau Dr. Winter, entschuldigen Sie. Kein Problem. Erstmal, also wir sind uns dessen bewusst, dass vielfach, also sozusagen Privatsphäre ein wichtiges Gut ist. Sie hatten die Befragung angesprochen. Ich muss da ein bisschen zurechtrücken. Also was gemacht wurde, ist eine öffentliche Konsultation. Wenn die EU-Kommission beispielsweise, wenn sie Gesetze macht, auch, da geht es im Grunde darum, dass vor allem dann letztlich die Fachöffentlichkeit sich beteiligt. Aber die sind auch, und das war jetzt auch ganz bewusst so, auch offen für Privatpersonen. Das ist aber eine Befragung, die ist nicht repräsentativ. Also wenn da gesagt wird, also da haben sich 8.000 Institutionen und Privatpersonen beteiligt. Davon war ein ganz großer Teil aus Deutschland, aus anderen Ländern haben sich weniger beteiligt. Und die haben dann praktisch, konnten dann eben sagen, welche Eigenschaften sind ihnen wichtig. Sicherheit war eine wichtige Eigenschaft, aber auch Privatsphäre. Was man dabei sagen muss, es wurde schon deutlich, dass total anonyme Zahlungen, wie sie ja letztlich mit Bargeld möglich sind, eigentlich nur von einer Minderheit von ungefähr 15% derjenigen, die sich da beteiligt haben, gefordert. Es wurde also schon anerkannt, dass man sich vorstellen kann, dass eine Zentralbank, anders als jetzt privatwirtschaftliche Anbieter, wie man sie ja im Netz, also gerade im Zahlungsverkehr vielfach erlebt, nicht daran interessiert ist, jetzt wirklich nachzuvollziehen, was einzelne Bürger und Bürgerinnen an Transaktionen machen und dann noch quasi auf dieser Basis die Daten erheben und verkaufen, wie das eben an anderer Stelle geschieht. Also es wurde schon, also die totale Anonymität war jetzt eigentlich wirklich eher eine Minderheitenforderung, obwohl diese Konsultation sehr stark geprägt war von Leuten, die, sagen wir mal, digitalem Geld gegenüber sehr skeptisch gegenüberstehen. Das muss man sagen. Und dabei war der zweite Aspekt, also wie gesagt, Anonymität total weniger. Und wir sagen halt immer, wenn es um anonyme Zahlungen geht, wenn der digitale Euro denn käme. Wir wollen ja das Bargeld nicht abschaffen. Das Bargeld existiert weiterhin. Deswegen sehen wir es als Zentralbank jetzt im Augenblick nicht als das Allerwichtigste, das Ding erstmal auch total anonym zu bauen. Wir haben ja jetzt in dem Modell gesehen, dass das alles, dass man das wohl irgendwie machen kann, aber dass diese Technik noch nicht so ausgereift ist. Uns geht es jetzt quasi erstmal darum, das Ganze überhaupt zu realisieren und dann so zu realisieren, dass nicht die Zentralbank, wie das ja in dem Modell von Herrn Schellinger und Herrn Babel dargestellt wurde, dann quasi alle Aufgaben übernimmt, die heutzutage eigentlich der Geschäftsbankensektor macht, sondern dass man hier eine vernünftige Arbeitsteilung auch wieder hinkriegt zwischen Zentralbanken und Geschäftsbanken. Und dann eben auch was entwickelt, was dann so gut ist, dass es dann eben auch von den Leuten tatsächlich für den bargeldlosen Zahlungsverkehr auch genutzt wird. Ja, Herr George, wie sehen Sie das als Geschäftsbankenvertreter in Bezug auf die Frage der Anonymität beziehungsweise der Privacy-Preserving-Eigenschaft, Privatheit-Eigenschaft? Also ich finde, das ist eine gesellschaftspolitische Frage und dass in unserer Gesellschaft die Fähigkeit, irgendetwas anonym zu bezahlen, einfach dazugehört. Das ist fundamental, also für mich. Ja. Wir haben das auch schon länger diskutiert, also so die letzten 2 Jahre hat man aber auch gemerkt, dass es da ein Umdenken gibt bei den Zentralbankern, die zumindest ich getroffen habe. Ich kenne ja auch mal nur einen kleinen Ausschnitt. Ja. Also ich finde es schön, dass es ein Umdenken gab. Ja. Also ich habe mir jetzt schon in persönlichen Gesprächen auch einmal
hörte ich den Satz, dass die Möglichkeit, anonym zu bezahlen mit Bargeld, eine unerwünschte Eigenschaft des Bargelds sei. Das fand ich nicht gut, sage ich ganz ehrlich. Ja, das war aber sicherlich nicht die Mehrheitsmeinung da, nur es war halt ein einzelner Mensch. Und man muss halt auch dran denken, wenn Leute ihr ganzes Leben, sozusagen berufliches Leben, damit beschäftigt sind, Geldwäsche zu bekämpfen, dann haben die einfach eine andere Sicht. Ja. Was wesentlich ist, denke ich, und was auch öffentliche Meinung der EZB ist, ist das Interview vom Herrn Panetta. Das ist jetzt seit ein paar Wochen draußen, wo erstmals von der EZB tatsächlich gesagt wird, ja, man kann sich anonyme Zahlungen in kleinen Beträgen vorstellen. Das heißt, da wird drüber nachgedacht und es ist gut, dass es hier solche Paper gibt, wie das, was uns eben vorgestellt wurde, weil ein Punkt ist sicherlich auch, die EZB trägt eine sehr große Verantwortung für diesen Währungsraum, ja, für die Währung, und sie wird nichts tun, was sie nicht wirklich verstanden hat. Ja. Das heißt, es ist gut, dass die Diskussion angeschoben wird, was möglich ist überhaupt, und dass jetzt Möglichkeiten aufgezeigt werden, aus denen man wählen kann. Also nichts anderes macht die EZB ja auch. Ja. Also die EZB ist ja schon seit über 2 Jahren projekthaft unterwegs. Also jetzt, da wird immer gesagt, hier, dass im Juni oder so das Projekt gestartet wurde. Stimmt nicht. Ja. Also es gab vorher eine Experimentalphase 2 Jahre lang. Gleich eine Experimentalphase 2 Jahre lang, ja. Da sind auch Ergebnisse veröffentlicht worden, was die gemacht haben. Also sie haben zum Beispiel mit Blockchain experimentiert, sie haben Tipps aufgebaut, sie haben Messungen gemacht und, ja. Und jetzt ist die Investigationsphase gestartet worden, ja, offiziell. Ist was anderes, ja, aber sie arbeiten schon länger daran. Und ich denke auch, also da findet auch ein Lernen statt, was ich absolut okay finde. Darf ich da ganz kurz drauf antworten, Herr George, weil Sie haben natürlich recht, das kommt nicht völlig out of the blue, dieser Beschluss, dass man hier am 15. Juli gesagt hat, so, lass uns mal so ein Projekt machen. Aber es gibt halt, wie wahrscheinlich in Ihren Banken auch, so ein Projekt, also wie ein Projekt aufgebaut ist. Und da gibt es halt, das eine war noch nicht sozusagen nicht mal die Untersuchungsphase, sondern irgendein Vorstadium. Es ist klar, seit letztem Oktober gibt es einen Bericht, und es ist auch klar, dass wir seit Oktober 2020, also schon, und auch dem Bericht ging dann irgendwo 9 Monate letztendlich an intensiven Diskussionen voraus innerhalb des Eurosystems. Und dann gab es diesen Bericht, und daraufhin wurde natürlich sagen wir mal, dass sozusagen technische Experimente gemacht, die Sie zitiert haben, und eben auf der anderen Seite dann auch noch weiter diskutiert, wie kann das sein, wie kann man die Risiken eindämmen, die es jetzt hätte, wenn ein digitaler Euro ohne Obergrenze, ohne Verzinsung für jeden sozusagen leicht, schnell und ohne Aufwand dann in Krisensituationen zur Verfügung stände. Sonst haben sie ja immer die Bankruns, da sieht man immer sonst Fotos gern aus den 20er Jahren, wo dann die Leute, ich glaube, Darmstädter Nationalbank oder so, gibt es ein berühmtes Bild, wo die Leute Schlange gestanden haben, weil sie jetzt das Geld von der Bank im Bar haben wollten. Und da ist dann immer die Angst, dass, wenn man digitalen Euro so baut, dass das jetzt auf einmal auf Knopfdruck ohne Zeitverlust sofort möglich ist, dann ist natürlich ein Risiko in, sagen wir, nicht ganz stabilen Situationen da. Nun haben wir ja in dem heutigen Banksystem, das kann man nicht so schnell erklären, haben wir den Sachverhalt, dass wir eigentlich 2 Geldkreisläufe in unserem existierenden Eurosystem haben. Das eine, wir Bürger können ausschließlich Konten bei Geschäftsbanken haben, gegenüber dem Bürger schöpfen die Geschäftsbanken de facto durch Kreditvergabe Geld. Und die normalen Geschäftsbanken haben ein Konto bei der Zentralbank, Zentralbankgeld. Und durch Ausgabe des Bargeldes, was den Zentralbanken, bei uns in Deutschland die Bundesbank, die auch Euro rausgibt, die gelten als Zahlungsmittel. Das heißt, wir haben 2 Zahlungsmittel, Bargeld, das dann über die Geschäftsbanken dem Bürger zur Verfügung gestellt wird. Und weiterhin haben wir Buchgeld, was als Zentralbankgeld zwischen Banken, die ausschließlich Banken, die ein Zentralbankkonto bei der Zentralbank haben, Geld umläuft. Jetzt gibt es ja Diskussionen, dass man eventuell dieses Geldsystem
mal betrachtet, beziehungsweise vielleicht auch darüber, es wird diskutiert, das ist ja auch eine Thematik, die monetative e.V., das sogenannte Vollgeldsystem, wobei es da auch unterschiedliche Ausprägungen geben könnte, auch wenn man den digitalen Euro jetzt mal unabhängig vom Vollgeld umsetzt. Welche Aufgaben haben dann die Geschäftsbanken? Es gibt da ja, jeder Bürger könnte ein komplett auch ein Zentralbankkonto kriegen. Das wäre anders, als wir es heute haben. Die Geschäftsbanken schöpfen kein Geld mehr oder on behalf of die Geschäftsbanken könnten in so einem hybriden Ansatz im digitalen Eurosystem auch weiterhin den Account im Auftrag bei den Geschäftsbanken lassen und so weiter. Man könnte auch über das Geldsystem vielleicht ja den Bürger, der als Souverän entscheidet, fragen, wie stellen Sie sich eine Bürgerentscheidungsfähigkeit oder Beteiligung aus Sicht Bundesbank, sondern Geschäftsbank oder aus politischer Sicht vor? Sollte der Bürger nicht auch über sein Geldsystem, was ihn betrifft, im EU-Raum, mitentscheiden dürfen, auch die Eigenschaften, wenn es zur Abstimmung käme. Was spräche dafür, was spräche dagegen, wo würden Schwierigkeiten liegen? Die Frage stelle ich jetzt an alle und personifiziere die nicht jetzt. Wer möchte antworten auf diese Thematik? Ja, also ich kann gerne dazu was sagen. Also ich denke, die Frage, ob der Bürger darüber entscheiden soll, die ist sicherlich spannend und gut. Man hat ja so ein Experiment auch schon gehabt. In der Schweiz ist ja 2018 eine Volksabstimmung hat ja stattgefunden, wo also die Bevölkerung darüber abgestimmt hat oder sie wurde gefragt, ob eben ein solches Vollgeldsystem eingeführt werden soll. Man hat sich damals nicht dafür entschieden, allerdings haben auch 25% das Ganze bejaht. Also man kann das natürlich als positives oder negatives Outcome sehen. Sicherlich positiv, dass dieses ganze Thematik mal diskutiert wird und dann trotz alledem, das ist ja eine sehr, sehr komplexe Frage, ist 25% sich dafür ausgesprochen haben. Was muss man realistisch, denke ich, einfach sehen, wenn man sich die Zentralbanken anschaut und auch die Kommunikation, gerade am Anfang der Debatte rund um CBDC, als es da noch sehr high level war, sage ich mal, ist dieses Thema doch durchaus häufiger aufgekommen. Herr Binzeil hat sich da auch in seinem Papier mit der Tiered Remuneration ja auch ganz direkt zugeäußert, dass es also nicht gewünscht sei, jetzt in ein Vollgeldsystem abzurutschen sozusagen oder den digitalen Euro als Einstieg zu nutzen, um ein Vollgeldsystem einzuführen. Ich denke, das ist weiterhin eine recht akademische Frage und vielleicht eine eher theoretische Frage, welches Geldsystem besser wäre. Und da lassen sich sicherlich sehr viele Argumente auch dafür finden. Aber ich glaube nicht, dass wir also jetzt durch die Einführung eines CBDCs, also eine Einführung in ein Vollgeldsystem sehen werden. Allerdings muss man dazu sagen, und das wäre spannend gewesen, es gab ja jetzt ein paar Projekte, unter anderem den, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es der Cent-Dollar war oder ob es ein anderer Dollar war. Da war auch von der ein ehemaliger hoher Ökonom von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich eben im Lead. Das sah eigentlich so ein bisschen aus wie ein Vollgeldsystem. Ja, da hat man sogar auch so eine K-Prozent-Regel implementieren wollen, wo also die Geldmenge laufend automatisch angepasst wird und also eigentlich kein Leverage mehr durch die Geschäftsbanken dort entstehen sollte. Und das Problem ist natürlich gerade in solchen Entwicklungsländern, ist, dass es sowieso eigentlich kein Geschäftsbankengeld mit einem großen Ausmaß an der Geldmenge gibt, da das also Bargeldwirtschaften sind. Und wenn dann also das Bargeld zum Großteil ergänzt oder vielleicht sogar abgelöst wird durch ein digitales Zentralbankgeld, was dann auch noch mit einer festen Wachstumsrate wächst, nicht, dass das jetzt die Core-Forderung von einem Vollgeldsystem wäre, dass das Geldmengenwachstum statisch wächst sozusagen, aber das wäre dann wohl noch am nächsten an diesem Vollgeldansatz. Das wird leider nicht mehr weiterverfolgt, so wie ich es verstanden habe. Aber vielleicht sehen wir also in kleineren Ländern oder in kleineren Inselstaaten, wo ja auch schon CBDCs eingeführt wurden, oder auch Entwicklungsländern, wo es also kaum digitale Zahlmöglichkeiten gibt. Vielleicht sehen wir da eine CBDC, die eher in Richtung eines Vollgeldsystems dann letztlich sich entwickelt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, in der Eurozone werden wir das nicht sehen.
Vielleicht eine Ergänzung noch von mir, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob man der Bürger, selbst wenn er entscheiden könnte, wüsste wirklich, worüber er entscheidet. Und das meine ich wie folgt. Ich sehe aktuell schon ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir bei den Begrifflichkeiten, bei was Daten, also was Privatheit angeht, was Privatsphäre angeht, dass wir uns hier ein bisschen im Wege stehen, glaube ich. Der bessere Begriff ist aus meiner Sicht an der Stelle Datenhoheit. Wenn wir das auf Privatsphäre beschränken hier und Privatheit, dann haben wir erstens den Nachteil, dass wir sozusagen den ganzen B2B-Bereich rausnehmen, weil dann geht es ja sozusagen nur aus unserem Datenschutzgesetz her, woher wir das holen, was hat Bezug zu einer Person. Ne? So ist das ja definiert. Und dahinter steht ja sowieso eher das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und nicht Datenschutz im Sinne von Datenvermeidung. Das heißt, wir sollten eher auf Datensouveränität, so wie wir das jetzt auf europäischer Ebene ja auch machen, auf Datensouveränität gucken. Und das bedeutet Datenhoheit. Wer hat die Hoheit über seine Daten? Das heißt, dass ich das selbst steuern kann. Das gilt dann für ein Unternehmen wie eine Person ganz genauso. Und dann unter dem Aspekt ist so ein Ansatz, wie wir das vorhin gezeigt haben. Und nur als Ergänzung auch, ich bin nicht einer der Autoren von dem Papier. Das haben die Jungs ganz alleine gemacht. Und auch, finde ich, ausgezeichnet gemacht, weil das zeigt an der Stelle, es ist eine Option, die man gehen könnte, um den ganzen Bereich Datenhoheit auf der einen Seite und dann abgeleitet vielleicht für Personen in Bezug auf Privacy, auf Privatheit, ohne Kriminalität zu ermöglichen. Das heißt, bislang war das ja immer sehr unvereinbar, ja, dass man gesagt hat, okay, wenn ich da jetzt da jemand verfolgen will, so kriminelle Aktivitäten, dann muss ich die Datenschutz aufheben können. Hiermit könnte ich das dann durch gezielte oder teilweise Aufhebung Richtung Pseudonymität und so weiter, könnte ich da weiterverfahren. Also ich glaube, dass so die von den Begrifflichkeiten, wenn man das so trendenrichtet oder fokussiert auf Datenhoheit, dann kann man auch nach vorne gucken und sieht, was die technischen Möglichkeiten auch Neues bieten, Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Ich habe so den Eindruck, und ich, wie gesagt, ich bin jetzt kein Finanzexperte, kein Geldtheoretiker, kein Ökonom, gar nicht, aber mein Eindruck ist so als Wirtschaftsinformatiker, wir verstellen uns so ein bisschen den Blick noch darauf, wo könnten wir hinkommen? Was kann man, muss man ausprobieren? Wo kann man Geld weiterentwickeln? Wenn ich vielleicht ganz kurz einhaken darf, ich meine, Herr Strücker, die haben das schon richtig beschrieben, was sich da jetzt quasi ein Kosmos auftut in der nächsten Zeit, auch mit den SSI. Plattformen, wo man dann eben digitale Identitäten hat und dann eben auch seine Daten ganz anders verwalten kann. Das ist schon also wirklich völlig neu und wir sehen, oder aus meiner Sicht völlig neu, wenn Sie wahrscheinlich als Informatiker sagen, ja, sowas haben wir schon mal irgendwie hier und da auch gehabt, aber dass das jetzt, also ich meine, da sind wir jetzt ja auch gerade, die EU-Kommission hat ja jetzt auch mit der EIDAS-Verordnung vorgeschlagen, es auf diese SSI-Basis zu setzen. Also ich denke, da sind wir schon ein ganzes Stück weiter und kommen da auch in ganz neue Sphären rein, wo dann eben auch das digitale Geld in jedem Fall oder digitales Zentralbankgeld, wie ich sagen würde, dann doch sehr gut zu passt. Aber was mich jetzt ein bisschen immer an der Diskussion, es wird ja hier diskutiert wieder über wie Giralgeld, die Banken schaffen Geld, ist dieses Geld denn sicher und was schafft das alles für Unsicherheiten? Und wenn der Bürger jetzt abstimmen würde, ich meine, da wäre dann ganz wichtig, zu sozusagen dem Bürger und der Bürgerin eine klar verständliche Frage zu präsentieren, die nicht irgendwo tendenziös ist. Das fände ich schon ganz schön schwierig, muss ich sagen. Aber man muss ja jetzt sagen, es ist ja nicht ganz undemokratisch, wie das hier läuft mit dem Geldsystem. Es ist quasi so eine lange Lehre aus der Geschichte, wie man es jetzt aufgestellt hat. Man hat Zentralbanken, die unabhängig sind und diese Zentralbanken, oder das ist ich spreche jetzt hier von Europa, sind unabhängig von den Regierungen. Das heißt, die Gefahr, dass immer wenn die Regierung Geld braucht, quasi die Gelddruckmaschine über die Zentralbank angeworfen wird, die ist somit eigentlich schon mal erstmal sehr stark gebannt. Man hat eben praktisch als einziges Mandat dieser Zentralbanken, dass sie Preisstabilität schaffen sollen. Und das gelingt im Euroraum sehr gut. Das gelingt auch in anderen großen Ländern. Also USA gelingt das auch sehr gut sicherlich oder auch in Großbritannien. Aber es ist, und das ist im Grunde genommen auch so
der Hintergrund, vor dem eigentlich eine Geldpolitik beurteilt werden muss. Und wenn Sie jetzt immer die Beispiele jetzt aus den Entwicklungsländern, wie es jetzt gerade gebracht wird, da ist eben dann sehr häufig das Problem, dass die es nicht schaffen, auch in der jetzigen Welt ihre Währung stabil zu halten. Und das führt eben dazu, wenn man jetzt das Beispiel El Salvador anguckt, die hatten sowieso schon den Dollar eigentlich als Währung. Das ist also auch schon sozusagen eine Bankrotterklärung der jeweiligen Zentralbank, wenn sie dann an eine sozusagen auf Fremdwährungen setzt. Und das ist eigentlich, was eine souveräne Zentralbank nicht machen würde. Und wie gesagt, in den meisten großen entwickelten Ländern ist es so, dass die Zentralbank eigentlich ganz gut darin ist, dann eben auch Preisstabilität zu erhalten. Und das führt eben dann dazu, dass auch die Währung dann entsprechend genutzt wird. Und das muss dann eben in die digitale Währung eben genauso übertragen werden. Bloß denken Sie oder bezeichnen Sie das derzeit die derzeitige Situation des Euro, wo Geld gedruckt wird, als gäbe es keinen Morgen mehr, als stabil? Oder denken Sie, dass wir in dem jetzigen Geldsystem, wie wir zurzeit leben, auch wo wir eigentlich Schwundgeld haben, in Europa wird Minuseinlagen auf Zinsen größer oder die Banken müssen negative Zinsen bezahlen, beziehungsweise auch Privatleute müssen schon bei vielen Banken ab einem gewissen hohen Betrag negative Zinsen bezahlen. Auf der anderen Seite haben wir Inflation, zumindest eine hohe Anziehung der Inflation. Das ist auch eine Diskussion, welche Konzepte, und hier Simon, hier müsstest du dann mal ein bisschen in die Diskussion einsteigen, welche Konzepte gibt es oder sehen Sie derzeit auch im Kontext, wenn wir das digitalisieren, Regulatorik, um so Finanzkrisen, wie wir so offensichtlich oder wie sie sich vielleicht jetzt entwickelt oder am Horizont abzeichnet, um das zu verändern? Genau, also wir hatten ja die Situation 2007, 2008 war eine große Finanzkrise und da gab es verschiedene Antworten von den Regulatoren. Übrigens ganz kurz. Das war übrigens tatsächlich heute auf den Tag genau vor 13 Jahren. Das war genau der 15. September. Das ist schon eine gut gewählte Veranstaltung heute. Und die Regierung, die setzen darauf, um das zukünftig zu verhindern, auf die makroprozedurale Regulierung und dann auf Eigenkapitalquoten. Und genau allgemein die Regulatorik. Und genau aus diesem Problem und Umfeld hat sich ja auch dann Bitcoin entwickelt. Also Satoshi Nakamoto's Paper war ja darauf ausgerichtet, dass es das aktuelle Geldsystem ersetzt und durch so ein Peer-to-Peer-System ersetzt. Und zur gleichen Zeit wurde auch wieder Vollgeld diskutiert oder Full Reserve Banking, das eben das aktuelle System ein bisschen mehr verändert als diese aktuelle Regulatorik. Von Manuel mal wissen, wie sieht das im Vollgeldsystem aus? Was sind da so die Ziele, um Stabilität zu erreichen? Und vielleicht auch anschließend noch den Herrn Alexander, wenn er sich mit Bitcoin gut auskennt, welche Mechanismen hat Bitcoin, um Stabilität zu gewährleisten? Soll ich anfangen, Herr Alexander? Jein, sagen wir mal so. Ich würde kurz noch eine Frage einwerfen, die können Sie aber dann gleich mit beantworten. Wir drehen uns jetzt hier ein bisschen im Kreis. Die Frage ist eigentlich, was soll derjenige, der jetzt das Geldsystem irgendwie reguliert, steuert, was soll der überhaupt tun? Die Zentralbank, die Frau Dr. Winter hat gesagt, okay, unsere Aufgabe ist es halt, Preisstabilität zu machen. Das heißt, feste Umtauschkurse und so verschiedene Sachen. So und die festen Umtauschkurse sind es nicht. Das Inflation. Ist schon sozusagen die Inflation, also dass man das Preis. Ja, aber die Inflation wird auch durch einen starken Schwund bei den Umtauschkursen mit gesteuert. Das heißt, wenn jetzt, das ist in den 20er Jahren ist das sehr stark gekommen. Da ist durch den starken Verfall der Reichsmark hat sich dann die Inflation in Deutschen Reich ausgebildet. Aber da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Die Frage ist jetzt grundsätzlich, was ist jetzt so die Aufgabe dieses Geldregulierers, Steuerers? Und für mich als Nutzer des Geldes habe ich eine andere Aufgabe, das Geld oder ein anderes Ziel. Ich sehe das Geld, das soll für mich stabil sein und es soll mich nicht überwachen.
So, und jetzt gebe ich jetzt mal wieder zurück und ich sage dann, beantworte dann nachher die andere Frage noch. Jetzt sind wir so ein bisschen wieder bei der Privatsphäre auch. Ich meine, das ist ein riesen eigenes Topic, worum es ja heute im Vordergrund gehen soll. Da kann ich gerne auch nochmal ein bisschen was zu sagen, auch, denke ich, zur Rolle von der Zentralbank, wenn es um Privatsphäre geht, weil da kann man, denke ich, auch viel aus den Reports zu den Experimenten der High-Level Taskforce für den Digital Euro schon herauslesen. Weil da sehen Sie eigentlich eher die Aufgabe beim Privatsektor. Aber gut, kann ich nachher gerne auch nochmal was zu sagen. Vielleicht zurückzukommen auf die Frage Vollgeld und Bitcoin. Also meines Erachtens gibt es da schon recht viele Parallelen. Und beide sind nämlich praktisch der Meinung, dass wir raus aus so einem Schuldgeldsystem sollten, wo Geld praktisch per Kredit oder per Asset-Ankauf von Institutionen, also im heutigen Geldsystem sind das Banken, erzeugt wird. Das ist im heutigen Geldsystem eben Zentralbank, wenn es um Zentralbankreserven geht oder Bargeld geht. Und aber der Großteil ist eben das Geschäftsbankengeld. Das heißt, wenn Geschäftsbanken eben Kredite vergeben oder Assets ankaufen. Und immer dann wird neues Geld erzeugt und es ist immer eine Verbindlichkeit der jeweiligen Institution. Und so funktioniert halt unser heutiges Geldsystem. Es gibt noch eine Variante, eine andere Geldform, die aber so gut wie keine Rolle mehr spielt, das sind die Münzen. Das ist ganz spannend, weil die Münzen sind im Prinzip das, was Bitcoin und Vollgeld auch letztlich irgendwie innehaben, denn Münzen sind keine Verbindlichkeit von irgendeiner Institution, die diese Münzen ausgibt, sondern sie sind einfach nur ein Asset. Sie sind einfach da, sie sind einfach Geld. Sie werden von den Staatsministerien, also den Finanzministerien ausgegeben, nach Rücksprache mit der EZB. Und werden dann also auch per originärer Seniorage, also nach dem vollen Geldschöpfungsgewinn, also dem Staatsaushalt sozusagen zugefügt und werden dann über die Banken eben in Umlauf gegeben. Und ich denke, genau da setzen eben Bitcoin und aber auch Vollgeld an und sagen praktisch, ja, also wir wollen so eine Art Münzgeldsystem, aber natürlich in digitaler Form. Das heißt, Bitcoin, da steckt ja auch schon Coin drin, ist praktisch wie eine Münze. Es ist ein Asset, was halt dezentral entsteht. Und Vollgeld ist praktisch auch ein Asset-basiertes Geld, was aber jetzt nicht dezentral entsteht, wobei vielleicht könnte man es auch dezentral entstehen lassen. Aber die Hoheit über die Gelderzeugung, die liegt praktisch bei einer vierten Staatsgewalt, der sogenannten Monetative, angelegt an die Judikative, Exekutive und Legislative. Und diese Monetative, die gibt dann praktisch dieses Geld aus. Und verteilt dieses Geld entweder über Staatsausgaben oder eben auch als Bürgerdividende. Und das ist praktisch meines Erachtens die Parallele, die beiden Systeme haben. Beide Assetgelder, keine Verbindlichkeit von irgendwelchen Institutionen. Auch im Vollgeldsystem ist es eigentlich angedacht, dass das Geld eher wieder knapp wird. Also es wird potenzialorientiert erzeugt, also potenzialorientiert gemessen an der Nachfrage der Realwirtschaft. Meines Erachtens könnte man das Ganze auch, und das sagt zum Beispiel auch der Thomas Mayer, der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank jetzt bei Flossbach von Storch, man könnte das Ganze sogar auch automatisieren. Das habe ich leider noch nicht zu Ende denken können, beziehungsweise auch noch nie irgendwie, wurde, glaube ich, auch noch nie wissenschaftlich untersucht. Aber wenn man zum Beispiel jetzt mal einen Smart Contract sich vorstellt, der aufgrund von Externalitäten, wie zum Beispiel das Zinsniveau, wie zum Beispiel das Beschäftigungsniveau, wie zum Beispiel auch die Inflation, dann also zusätzliches Geld erzeugt beziehungsweise vernichtet und das Ganze dann eben zum Beispiel per Bürgerdividende an die Bürger ausgibt, dann sind wir da bei einem sehr dynamischen, mitatmendem Geldangebot, was auch nicht mehr durch Bürokraten sozusagen oder Technokraten entschieden wird, beziehungsweise die Geldmengenausweitung wird darüber nicht entschieden. Man kann das Ganze automatisieren. Aber ich denke, das sind mal Parallelen, die als Antwort sozusagen auf dieses Schuldgeldsystem, was doch immer wieder auch überschießend viel Geld erzeugt. Also vor allem haben wir es jetzt in den letzten Jahren von den Zentralbanken gesehen, die also massiv viel Geld erzeugt haben, die in die Finanzmärkte, also in die Finanzmärkte geflossen ist. Aber bis vor der Finanzkrise war das eben vor allem Geschäftsbankengeld, was sehr, sehr stark ausgeweitet wurde oder die Geldmenge durch die Geschäftsbankengeldschöpfung stark ausgeweitet wurde, was dann also zu Assetpreisblasen und so weiter geführt hat. Und das Ende, wie gesagt, oder die Antwort darauf, Vollgeld und Kryptowährung
Aktivgeld, was nicht per Bilanzverlängerung sozusagen entstehen kann. Vielleicht nur eine Anmerkung. Das, was du jetzt mit dem, ja, das könnte ja ein Smart Contract auf Externals automatisch reagieren. Ein bisschen sehen wir ja solchen Mechanismen bei sogenannten Crypto-Stablecoins schon, oder? Ja, wahrscheinlich am ehesten noch bei dezentralen Stablecoins, wobei da jetzt, wenn wir uns DAI zum Beispiel angucken, ja eher eine Kreditvergabe noch dahinter liegt, weil man ja Assets irgendwie pledged und dann also neue DAIs letztlich bekommt. Aber ich bin da auch bei dir, oder ich kann mir das zumindest gut vorstellen. Ich kann jetzt kein Projekt, was genauso funktioniert, was also aufgrund von Externalitäten irgendwie neues Geld erzeugt. Aber ich denke auch, dass das möglich wäre. Vielleicht doch mal noch eine Frage. Was könnte denn für die Geschäftsbanken diese Thematik, naja, das ist jetzt Vollgeld und Digitalisierung beziehungsweise Vollgeldsystem, wie sieht in unserem heutigen jetzt Geldsystem, Geldschöpfung durch Geschäftsbanken, wie könnte das oder welche Optionen, Möglichkeiten, Herr George, sehen Sie da oder aus Geschäftsbankensicht oder Möglichkeiten? Ja, es ist ja im Wesentlichen eine Entscheidung, sage ich mal, der Politik und der Zentralbank, wie sehr das auf unsere Einlagen wirkt, diese neue Geldform. Also ich würde auch gerne mal trennen in der Diskussion bitte zwischen Währung und Geldform, wenn das geht. Das wäre mir wichtig. Also wenn der digitale Euro der EZB so ausgestaltet wird, dass er, sage ich mal, universell einsetzbar ist, schick und einfach nur Vorteile hat, ja, dann würden die Geschäftsbanken irgendwann im Extremfall sagen, okay, wir lassen das mit dem Giralgeld, ne? Weil die EZB hat sicherlich alle Ressourcen zur Verfügung, eine Geldform zu bauen, gegen die wir nicht bestehen können. Ne? Das heißt, die würden uns dann aus dem Markt wischen. Das wollen sie halt nicht, weil das ein zweistufige Bankensystem sich aus der Sicht vieler Menschen doch relativ gut bewährt hat. Das heißt, es wird darüber nachgedacht, wie wägt man das jetzt ab? Ja? Also wie wägt man das ab, dass man diese Geldschöpfung da lässt, dass die Geschäftsbanken da noch Raum haben, weil man will ja auch die Innovation aus dem Privatsektor. Ne? Also zumindest in unserer Wirtschaftsform ist das ja so ein bisschen die Trennung. Innovation kommt primär aus dem privaten Sektor, da muss der private Sektor aber auch eine Chance haben zu verdienen. Und wenn der Staat zu viele Aufgaben übernimmt, dann geht das nicht. Und das ist schlussendlich eine Frage, wie viel Staat will man haben oder wie viel Privatsektor will man haben, die hier angesprochen wird. Ja. Und manchmal habe ich so den Eindruck, das wird nicht so ganz verstanden, hart gesagt. Weil wenn jemand sagt, er möchte die Kreditschöpfung oder die Geldschöpfung komplett zur Zentralbank verlagern, dann würde man die Bilanz der Zentralbank natürlich dementsprechend vergrößern. Und die meisten Menschen, die ich kenne, die finden, dass die Bilanz der EZB eigentlich groß genug ist, gerade jetzt so die letzten Jahre groß genug geworden ist, ja, um das mal so zu formulieren. Und das ist einfach eine Teilung. Das ist ja eine Teilung der Verantwortung und der Aufgaben, die auch in diesem zweistufigen Bankensystem gemacht wird. Ja. Und ich halte es für kritisch, das einfach wegwischen zu wollen, weil es hat nicht so schlecht funktioniert. Weil Sie müssten ja sagen, mit einem einstufigen Bankensystem wäre es wie folgt gelaufen, die letzten 50 oder die letzten 200 Jahre. Und das können sie nicht. Es ist also eine Diskussion. Es ist völlig okay, das zu diskutieren. Ja, es ist völlig okay, die Diskussion. Wir haben ja auch als Deutsche Kreditwirtschaft ein Paper vorgelegt, Europa braucht neues Geld, wo wir zum Beispiel beschreiben, wie wir versuchen, wir wollen unser Giralgeld zu modernisieren für die neue Welt, ja, also das Giralgeld zu tokenisieren. Da sind drei prinzipiell verschiedene Ansätze drin und bei zweien würden wir entweder komplett oder teilweise die Fähigkeit zur Geldschöpfung verlieren. Ja? Das heißt, wir diskutieren durchaus aktiv, was können wir tun und sehen auch Varianten, wo wir die Fähigkeit zur Geldschöpfung verlieren, zumindest was das Geld, was in Giralgeld-Token gehalten wird, angeht, ja, und wägen das Führen wieder ab. Und ich denke, das ist jetzt angesagt, weil wir brauchen eine optimale Lösung. Weil die Kreditallokation wollen die wenigsten Unternehmen von der EZB haben. Das ist eine sehr bürgernahe Sicht, aber sobald sie sozusagen in die Industrie gehen oder so, da überwiegt auch das Interesse an einer guten Kreditversorgung, ja, und das ist so, wie das aktuell läuft, relativ gut. Aus Sicht der Kunden auch. Ich möchte nur noch mal kurz hinzufügen, Sie haben das jetzt ja sehr gut dargestellt, Herr George, und aber es ist wirklich nicht das Interesse jetzt der Zentralbanken, der EZB, des Eurosystems, die Geschäftsbanken hier aus dem System zu drängen,
sondern die Kunst besteht im Grunde jetzt darin, ein digitales Zentralbankgeld zu entwickeln, was sich innerhalb dieses zweistufigen Bankensystems gut unterbringen lässt und damit quasi Digitalisierung auch ein Stück weit voranzutreiben und vielleicht auch eine europäische Lösung für den Zahlungsverkehr zu finden. Also es ist ja doch so, dass man inzwischen dann doch sehr viele Big Techs sieht, die sich über Zahlungsverkehr immer mehr Gedanken machen, immer mehr Produkte anbieten. Sozusagen die weitgehendste Form war sicherlich 2019, als dann eben dieses Facebook-Konsortium dann mit Libra angetreten ist, was dann noch an einen Währungskorb quasi angebunden werden sollte und wo sie gesagt haben, wir bringen die Geldwährung, bringen wir jetzt, also die Welt, nicht die Geldwährung, die Weltwährung, will ich sagen. Das war wahrscheinlich das, was sozusagen die Frage am stärksten beflügelt hat. Wollen wir uns nicht auch mal in den Zentralbanken damit beschäftigen, wie machen wir vielleicht unsere Währung jetzt auch in digitaler Weise nutzbar. Und vor dem Hintergrund sollte man die Debatte auch noch mal ein bisschen vielleicht betrachten. Das ist absolut, deshalb sollte ich es auch trennen in Währung und Geldform, ganz kurz vielleicht noch, weil wir haben aktuell drei Geldformen in dieser einen Währung Euro, die wir alle benutzen, ja. Und es werden halt vermutlich, mindestens zwei neue dazukommen, so wie das im Moment aussieht, ne? Nämlich einmal die CBDC, also die Retail-CBDC der EZB. Und vermutlich eine neue Variante von den Geschäftsbanken. Und da müssen wir halt gucken, wie diese zwei neuen Geldformen in diesem bisherigen bestehenden Dreiklang aus Bargeld, Giralgeld und digitalem Euro für die Geschäftsbanken, den wir ja haben, reinpassen. Ich wollte an der Stelle fragen, wenn ich in den letzten Jahren mit Ökonomen diskutiert habe, kam sehr häufig, als wenn es darum geht, digitales Geld in welcher Form, Abstufung auch immer einzuführen, kam immer der Hinweis sehr schnell auf 2008. Lehman Brothers, wir hatten es ja vorhin schon davon, auf die, also viele, ich glaube von den Zuhörern, Teilnehmern sind wahrscheinlich auch noch jünger, aber das war natürlich schon eine sehr große Sache. Lehman Brothers ist pleite gegangen und das hat, also es war eine US-Investmentbank, ist insolvent gegangen und hat eine heftigste Kursstürze bei Banken, Finanzinstitutionen, Finanzwerten auf der ganzen Welt letztlich nach sich gezogen. Und die Frage ist, so ein exogener Schock, so ein Vertrauenseinbruch, wie würde sozusagen ein digitalisiertes oder teildigitalisiertes System, Geldsystem damit umgehen? Was bedeutet das? Also damals war es tatsächlich so, dass die Banken untereinander, das Vertrauen ist komplett verschwunden, man hat sich untereinander kein Geld mehr geliehen, das ist normalerweise attraktiver wohl und das ist also komplett an die EZB oder an die anderen Zentralbanken gegangen. Das ist, also da lagen wohl bei der EZB zeitweilig dann bis zu 200 Milliarden Euro, also unvorstellbar. Ja. Und die Argumentation ist immer, das wäre sozusagen, das war ein Schutz. Ja. Und was wäre jetzt passiert, wie gehen wir damit um mit so einem exogenen Schock, wenn so Vertrauenseinbruch so stark kommt in einem System, wenn wir jetzt sozusagen, wir würden jetzt nur noch Bitcoin haben, ich übertreibe jetzt mal, ja, also noch deutlich über digitales Zentralbankgeld hinausgehen, da habe ich noch nicht so die richtig gute Antwort gehört, vielleicht kriege ich die in diesem Kreise. Ja, darf ich mal was dazu sagen? Also im Prinzip das Geld, wenn ich zwei Gelder habe und das eine Geld hat jetzt einen Schock, dann werde ich natürlich dem anderen Geld, dem ich mehr Vertrauen entgegenbringe, das werde ich dann versuchen zu nutzen. Was wir jetzt aktuell haben im Euro ist aber ja... Aber nicht ein Geldschock. Das ist nicht... Ja, die Frage ist, in welchem Geldsystem der Schock passiert. Ja, bei einem mehreren Geldsystem, in mehreren Systemen. Nein, ein Schock passiert immer nur in einem, der geht in einem los und kann sich dann auf mehrere ausbreiten. Aber dass nur die Gebrüder Lehman... Der Schock ging los, aber das Geldsystem... waren ja verschiedenste, die hatten ja alle die sozusagen die Leichen im Keller, ja, weil sie alle untereinander sich Geld geliehen hatten. Ja, weil da keine Unterschiede waren, außer das Label oben drauf. Bei dem einen steht halt Dollar, beim anderen steht halt Euro drauf, aber letztendlich drin ist kein Riesenunterschied. Und ich habe ja beim dezentralen Geld, deswegen heißt ja mein Buch so Bitcoin und Co., habe ich ja eine komplett andere Geldpolitik. Es gibt ja das Zentralbank-Trilemma, das wollte ich vorhin noch sagen. Beim Zentralbank-Trilemma habe ich drei Kriterien. Das ist einmal freier Kapitalfluss, das ist eine unabhängige Geldpolitik und das sind feste Umtauschkurse.
Und ich als Zentralbank kann nur zwei dieser Parameter steuern. Den dritten muss ich frei laufen lassen. Da habe ich keine Kontrolle drüber. Und bei Bitcoin ist die Antwort auf dieses Zentralbank-Trilemma eine andere als bei der EZB. Die EZB sagt, oh, wir brauchen freien Kapitalfluss. Das ist bei allen das Gleiche. Aber wir wollen auch relativ feste Umtauschkurse haben, damit uns nicht die Industrie aufs Dach steigt und sagt, unser Zeug ist zu teuer, zu billig und was nicht alles. Also müssen sie bei der Geldpolitik Abstriche machen. Das heißt, wenn die Amis die Zinsen erhöhen, muss die EZB irgendwie mit den Zinsen oder mit irgendwas anderem geldpolitischen auch gegensteuern, um den Kapitalabfluss zu reduzieren. Bei Bitcoin habe ich es folgendermaßen. Ich habe auch einen freien Kapitalfluss, weil ich da einfach per Gesetz, per Code niemanden ausschließen kann. Aber die Geldpolitik ist fix. Und bei einer Zentralbank oder Zentralbanken haben zwei geldpolitische Mittel. Das eine geldpolitische Mittel sind die Zinsen und das andere ist die Geldmenge. Die kann erweitert werden und die kann reduziert werden. Bei uns wird das zweistufig gemacht, einmal durch die Zentralbank, aber andererseits auch durch Geschäftsbanken. Die Geschäftsbanken müssen eine bestimmte Sicherheit an Zentralbankgeld haben. Das können sie sich borgen oder das müssen sie sich gegen einen Zins leihen, also kostenlos borgen. So, und bei Bitcoin habe ich keine Zinsen und ich habe eine Geldpolitik, die ist in Stein gemeißelt. Und somit kann bei Bitcoin eigentlich nur der einzige Parameter schwanken, das ist der feste Umtauschkurs. Und der schwankt ja deswegen auch. Die EZB und auch die Fed und auch die anderen Zentralbanken sind aber ganz anders gepolt. Die sind bei der Geldpolitik, machen die Abstriche, um die anderen zwei Parameter, freier Kapitalfluss und Umtauschkurse in einer Bandbreite laufen zu lassen. Und wenn ich jetzt in dem einen Geldsystem einen Schock habe, dann kann ich, wenn ich gut aufgestellt bin und auch die Informationen zeitig genug habe, kann ich dann umschwenken in ein anderes Geldsystem. Übrigens Gold und Silber sind auch dezentrale Gelder. Da habe ich auch keine zentrale Instanz, die darüber bestimmen und entscheiden kann. Wobei gibt es zwar auch Goldpreismanipulationen, aber das geht immer nur in gewissem Maße. Beantwortet das Ihre Frage? Was meinen Sie mir mal mit den Umtauschkursen, mit den fixen? Das verstehe ich überhaupt nicht, weil wir haben flexible Umtauschkurse. Nee, haben wir nicht. Nee, okay. Also die Umtauschkurse sind schon flexibel, aber sie haben eine bestimmte Bandbreite, in der Umtauschkurs sich bewegen soll. Wenn Sie gucken, der US-Dollar doch zu letzten Jahr bewegt sich so zwischen 1,17 und 1,20. Ja. Das Ergebnis von Marktbewegungen ist halt so. Es hat auch ja, aber nee, nicht nur von Marktbewegung, auch von geldpolitischen Entscheidungen. Ja, aber wie gesagt, Sie skizzieren das meiner Ansicht nach nicht ganz sauber, wie das funktioniert. Also das auch Geldmengensteuerung wird über den Leitzins gemacht. Ja. Also das sind nicht irgendwie verschiedene Tricks. Also deswegen. Nee, das sind nicht Tricks. Ich habe nicht gesagt Tricks. Ich habe gesagt zwei Mittel. Ja, aber wir haben den Zins und die Geldmenge. Und die Geldmenge hat wenig mit der Inflation zu tun. Naja, es gibt ein sehr gutes Interview vom Professor Rieck. Da gibt es auch einige in der Zuhörerschaft, die haben das auch gehört. Aber ist egal, da müssen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren. Die Frage, die ich vorhin eigentlich schon mal aufgeworfen hatte und die man vielleicht eher diskutieren sollte, ist, wie sollte überhaupt ein Geldsystem sein? Also welche Anforderungen habe ich da dran? Und Sie als Zentralbankerin verstehen ja Ihre Aufgabe, das Geldsystem gut und stabil zu führen, ein bisschen anders, als ich jetzt mir das vielleicht als Bürger wünsche. Ja, ich bin so am Überlegen, was der Bürger und die Bürgerin so erwarten. Also vieles ist ja jetzt auch, wenn wir jetzt über digitales Geld reden, Sie haben ja jetzt immer diese gesamte Grundsatzdebatte im Kopf. Es geht um, ist das System richtig ausgelegt? Ist das stabil? Wird da irgendwas wie Schwundgeld? Das sind ja auch Begriffe so aus 20er-Jahre-Diskussionen mit dieser Schwundgeld. Ich weiß, es gibt ganze Bewegungen dazu. Den meisten Bürgern geht es ja darum, dass sie eigentlich komfortabel bezahlen wollen, wenn sie an Geld denken. Dass sie natürlich erstmal sagen, was ist wichtig, dass ich viel Geld habe.
Daran arbeitet man sein Leben lang normalerweise. Manchmal kann man auch was erben, aber egal, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist halt, kann ich dieses Geld komfortabel verwenden und kann ich es von hier nach da komfortabel transportieren? Und das ist halt das, wo die Zentralbank im Grunde genommen nur das Rückgrat stellt und die Zahlungsservices, mit denen der Bürger zu tun hat, die werden im Grunde von den Geschäftsbanken entwickelt und nicht nur Geschäftsbanken. Das war früher vielleicht so, sagen wir mal in den, bis zu den Anfang der Nullerjahre war das dann eigentlich immer nur eine Überweisung, war eine Lastschrift oder eine Kartenzahlung. Und das hat sich halt über Digitalisierung seit, ich sag mal, Mitte der Nullerjahre auch dadurch, dass man nicht nur das Geld sich geändert hat, sondern im Prinzip auch der Handel, Online-Handel kommt dazu, da müssen sie anders zahlen können. Und vor dem Hintergrund ist praktisch eine Nachfrage nach komfortablen Zahlformen entstanden, die man nutzen kann per Smartphone oder im Onlinehandel. Und da ist im Moment, sagen wir mal hier und da, vielleicht noch eine Lücke, in die jetzt quasi dann auch Big Techs einsteigen. Und da ist eben im Moment die Situation die, dass wir eben die Geschäftsbanken sehen, dass die Angebote sich da auch verbessern, aber immer noch in Europa zumindest häufig jetzt wieder sehr national geprägt sind, was im Grunde genommen sich bei den Grundinstrumenten wie Überweisung und Lastschrift, da hat man europäische Verfahren, aber in diesem digitalen Bereich, da sind dann eben wieder Lösungen, die dann in der Regel auf nationaler Ebene entstehen. Und da sehen wir halt eben auch Probleme und denken, wir müssten in Europa so weit kommen, dass wir hier was Vernünftiges haben, was dann eben auch im E-Commerce und darüber hinaus irgendwann dann vielleicht auch in solchen Umgebungen, wo man dann tatsächlich mit seiner, also wo man dann auch, sagen wir, mit der digitalen Identität hinkommt, dass das sozusagen alles in so ein digitales Ökosystem läuft. Also das ist so aus unserer Sicht im Moment das, was sich abspielt und wo auch sozusagen gewisse Gaps sind, das, was sich vielleicht die Leute vorstellen. Also ganz besonders krass wird es natürlich, wenn sie außerhalb des Euroraums irgendwas zu bezahlen haben, dann zahlen sie sehr hohe Gebühren und dann merken sie halt, dass da noch, sagen wir, viele Wünsche offen sind. Ja, aber ein großer Wunsch ist auf alle Fälle offen, und zwar ist die Geldwertstabilität. Mir wird ja mal eingeredet. Wie gesagt, da würde ich sagen, die haben wir doch. Nö, haben wir nicht. Wir haben eine Inflation. Ich weiß nicht, wir haben 3% jetzt Inflation seit einigen Monaten, seit Corona haben wir vielleicht 2-3 Monate etwas mehr Inflation. Aber ansonsten ist das Ganze, kann man sagen, dieses Ziel, was das Eurosystem hat, rund um 2%, eigentlich in den letzten Jahren super erreicht worden. Ja, ist immer die Frage, erstens, wie man die Inflation berechnet. Und die zweite ist, will ich überhaupt eine Inflation von 2%? Ich will keine. Ich will, wenn ich ein Sie Geld. Sie wollen null. Will, ja, natürlich. Aber Vorsicht. Also, ja, nee, das gibt es wieder andere Theorien mit der Wirtschaft, kenne ich auch alle. Nee, es geht nicht gar nicht um Theorien. Ich meine jetzt einfach nur das simple Beispiel. Woher kommt denn eine Preissteigerung, um den Begriff mal ein bisschen greifbarer zu machen? Das kann ja auch bedeuten, dass Dinge, die ich aus dem Ausland beziehe, nehmen wir mal Energie, dass Öl wahnsinnig gestiegen ist in den Produktionskosten, wird sogar gehandelt und dann kaufen wir das. Wir kaufen nach wie vor die gleiche Menge ungefähr, damit wir alle schön heizen können. Und dann steigen die Preise definitiv. So, und jetzt ist die Frage, wenn die Preise steigen insgesamt, dann wird sich das irgendwann niederschlagen. Ja? Und dann gibt es Währungen, die werden mehr nachgefragt, weniger nachgefragt. Also es ist ja nicht so zu sagen, das kann ich mir irgendwie aussuchen. Ich stehe ja international im Handel, da verändern sich ja Ströme und damit auch die Geldströme. Und das hat ja Auswirkungen. Also Preisstabilität per se ist ja kein Wert. Nee, das funktioniert ja auch nicht. Preisstabilität per se. Das ist, glaube ich, mehr eine Frage der Definition, was man jetzt als Inflation betrachtet und was nicht. Ich wollte vielleicht nochmal ein bisschen zum Kernthema des Abends zurückkehren, zum digitalen Euro. Und ich wollte Sie alle fragen, ob man den jetzt wirklich brauchen, was Sie darüber denken. Sollte man den wirklich einführen? Also Frau Winde hat gerade gesagt, dass man den braucht, um diesen Big Techs was entgegenzusetzen. Und was halten Sie für Motivationen für sinnvoll? Und sollte der Ihrer Meinung nach eingeführt werden?
Ich würde die Frage gerne ergänzen. Welche Vorteile könnte der Bürger dadurch haben oder was wird denn für ihn besser, einfacher, schöner? Welche Ansichten gibt es dazu? Darf ich da mal wieder anfangen? Da dürfen die anderen sich gleich dann mal an meiner Meinung abarbeiten. Also der Vorteil für den Bürger ist, dass er ein sicheres Geld hat, digital, mit dem er bezahlen kann. Der Nachteil ist, dass ich eine sehr gute, super einfache zentrale Überwachung habe. Der Alexander Bechtle hat ja auch mal den Begriff oder die Unterscheidung geprägt, programmierbares Geld und programmierbare Zahlung. Und mit dem digitalen Euro bekomme ich ein programmierbares Geld, dem ich bestimmte Eigenschaften reinimpfen kann, Verfallsdatum, Wertverlust oder was auch immer, ist einfach machbar, weil er zentral, digital auch verwaltet wird. Und das ist auch einer meiner Gründe, weswegen ich gegen einen digitalen Euro für jedermann bin. Es gibt heute schon digitale Euros, Professor Strücker hat es auch gesagt oder der Herr von der DZ-Bank. Und zwar die Geschäftsbanken oder jeder, der eine Banklizenz hat, hat ein Konto bei der Bundesbank, bei der EZB und die bezahlen dort alle mit digitalen Euro. Ja, also dann schließe ich mich da mal an. Also ich glaube, es gibt unterschiedlichste Gründe, warum man in so ein CBDC, so ein Zentralbankgeld, so ein digitales Zentralbankgeld haben möchte. Also da gibt es einerseits natürlich diejenigen, die sagen, sie wollen im staatlichen Geld agieren. Also das sind nicht nur Befürworter hier des Vereins Monetative, sondern das sind ganz akute Gründe, die auch von Zentralbanken mal wieder angewandt werden. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Debatte in Schweden, da war einer der Hauptgründe eben der starke Rückgang des Bargeldes. Und die Zentralbank in Schweden, die hat also klar geschrieben, sie möchten eine digitale Form von öffentlichem, staatlichem Geld zur Verfügung stellen, in dem also auch die Bürger Transaktionen tätigen können. Ja. Im heutigen Geldsystem haben wir im digitalen Geld, in der digitalen Geldsphäre eben privates Geld. Das sind immer private Verbindlichkeiten von Emittenten, meistens Banken, aber auch E-Geld-Institute zum Beispiel. Und gerade dort in Schweden gibt es ja so einen Mobildienst, so einen mobilen Zahlungsdienst, der also den Großteil, Swish heißt der, den Großteil der Zahlungen abdeckt im Retail-Bereich. Und auch hier möchte man praktisch eine Alternative darstellen. Das heißt, das wäre sicherlich schon mal ein Grund, warum also eine Zentralbank hier sagt, wenn die Bargeldnutzung so stark zurückgeht und wir das eigentlich weltweit sehen, dass das passiert, dann sollte die Zentralbank in Zukunft auch eine weitere Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass man auch staatliches Geld und öffentliches Geld nutzen kann. Und dann gibt es natürlich weitere andere Gründe. Und ich denke, da können wir auch sehr gut die Brücke bauen, eben zu dem Papier, was vorgestellt wurde. Denn auch hier hat man sich ja auf Features von Bargeld sozusagen bezogen und hat sich auch angeschaut, wo versagt denn der Markt, wenn es um bestimmte Features gibt von Geld. Und der versagt eben genau da, wenn es um anonyme Zahlungen oder Zahlungen mit hoher Privatsphäre geht oder aber auch um Offline-Zahlungen. Und eigentlich sehen wir genau das auch in den Berichten zu den Experimenten der High-Level-Taskforce für den digitalen Euro. Da wurde auch zum Beispiel wurden so Hardware-Token-Experimente durchgeführt, wo also Offline-Zahlungen getätigt wurden und getestet wurden. Das hat soweit auch ganz gut geklappt. Hier und da muss sicherlich noch einiges mehr erforscht werden, aber man kam eigentlich zu dem Schluss, dass es generell möglich sei. Und dann eben natürlich auch das große Thema Privatsphäre, was wir ja schon eingangs auch recht stark diskutiert haben. Wo aber, und da würde ich auch nochmal einen Punkt mitgeben, wo aber eigentlich rauskam, dass das eher die Aufgabe vom Privatsektor sein könnte. Es gab ja vier unterschiedliche Varianten, die getestet wurden. Und die dritte Variante, das war also das Zusammenspiel aus der zentralen TIPS-Infrastruktur und dann anderen Infrastrukturen, zum Beispiel auch dezentralen Infrastrukturen. Da gab es so einen Flat Approach, wo also die Systeme nebeneinander funktioniert haben und dann über so Triggerlösungen verbunden wurden. Und dann aber auch so ein Tiered Approach, wo also das TIPS-System praktisch das Settlement-System war und dann unterschiedlichste andere Infrastrukturen aus dem Privatsektor angedockt werden können. Und hier gab es also ganz unterschiedliche Varianten, wie dann auch die Privatsphäre sichergestellt werden kann. Zero Knowledge Proofs waren sicher eine davon. Das wäre vielleicht eben auch nochmal ein Grund zu sagen, also ein digitales Zentralbankgeld könnte diese Features eben rausbringen, ob es jetzt von der Zentralbank selber angeboten wird, diese Features,
oder dann eben vom privaten Sektor, der dann Zahlungsverkehrssysteme da praktisch andockt. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Fragestellung. Aber genau, diese Gründe würde ich auf jeden Fall auch mal anbringen, wenn es darum geht, warum ein CBDC eingeführt werden sollte oder könnte. Darf ich ganz kurz noch was nachlegen? Also im Prinzip sehe ich das ähnlich, aber ich glaube nicht dran, dass diese Privatsphäre-Geschichten, Privatsphäre-Komponenten überhaupt eingeführt werden. Wenn der Vorschlag gemacht wird, den ich gut finde, dann wird das nur für Taschengeld passieren, für 100 Euro im Monat oder vielleicht auch für 50 Euro. Und dass die Zentralbanken Bargeld nicht abschaffen wollen, sehe ich auch nicht so, sondern Ziel ist, das wird vom EWF mit angeboten, über die BITS wird es ein bisschen mit ausgerollt. Und die Europäische Kommission hat vor kurzem nicht Gesetz, sondern eine Verordnung erlassen, dass die Bargeldobergrenze von in Europa einheitlich bei 10.000 Euro liegt. Staaten können niedere Grenzen festlegen. Das heißt, diese Bargeldabschaffung wird schleichend passieren und somit, klar, brauchen wir eine digitale Alternative. Aber ich glaube nicht dran, dass die Leute, die bestimmen, was da gemacht wird, diese digitale Alternative als eine wirkliche Alternative einführen werden. Und auch, dass ich da nur ein Konto habe und brauche noch einen digitalen Personalausweis und brauche nur dieses und jenes, ist auch nur eine Krücke, um jetzt nicht falsch verstehen, um das quasi ins System mit reinzubringen, um es vielleicht doch noch irgendwie umzusetzen. Aber eine große Privatsphäre bei 100 Euro Spielraum im Monat ist zwar gut, aber habe ich damit garantiert nicht. Na gut, das ist ein Statement. Ich würde mal den Herrn George gerne fragen. Sie sagten ja, die Unternehmen, für die könnte das wichtig sein. Ich sage jetzt mal Stichpunkt Maschinen bezahlen. Könnte dort der digitale Euro eine Vereinfachung bringen? Fordern die Unternehmen so etwas von den Geschäftsbanken? Also die Unternehmen haben einfach ein großes Interesse daran, Blockchain-Technologie einzusetzen für ihre wertschöpfenden Prozesse. Ja? So, und jetzt ist offensichtlich, wenn Sie das machen wollen, also wenn Sie Ihre Prozesse auf eine DLT legen wollen oder auf eine Blockchain legen wollen und da Business machen wollen, dann müssen Sie irgendwie in der Lage sein, Geld oder was Äquivalentes zu verschieben. Also Sie müssen Werteausgleich herführen, sonst können Sie kein Business machen, ja. Und das ist die Anforderung der Unternehmen an, die wir bekommen. Das ist auch das Feedback. Die sind unterschiedlich weit, ja. Aber wir haben es ja selber auch ausprobiert als Bank. Ja? Also wir haben also zum Beispiel, was man auch öffentlich nachgucken kann, ist zum Beispiel Finledger. Das ist eine Abwicklung für Schuldscheine auf einer Blockchain-Umgebung. Wir haben es einfach ausprobiert. Wir haben mal in unserer Prozesse genommen, Schuldscheinabwicklung, haben das auf eine Blockchain gelegt, um zu sehen, ist es wirklich besser? Ja, es ist besser. Wir haben es auch mit Derivaten gemacht, ja, also Smart Derivative Contracts nennen wir das da. Das ist, glaube ich, eher weniger öffentlich, ja, also mit einer anderen Bank zusammen in Deutschland haben wir gemerkt, ja, es ist besser. Es hat einfach Vorteile, diese Technologie, weil an einer Stelle der Prozess jetzt neu modelliert werden konnte und dann ist das Adressausfallrisiko weggefallen, was für uns ein Riesengewinn ist in dem Prozess, ja. Das heißt, wir haben verstanden, das bietet Vorteile, das können die Unternehmen nicht liegen lassen. Und ja, diverse Kunden wollen das massiv. Ja? Und das ist halt dann die Anforderung an uns, das zu bedienen, denke ich, mit einem Giralgeld-Token zum Beispiel. Wie der genau ausgestaltet wird, ist genauso offen wie der digitale Euro, der EZB im Moment noch völlig offen ist in der Ausgestaltung. Ja, es ist ja noch nicht mehr entschieden worden, ist es ein Inhaberinstrument oder ist es ein kontenbasiertes Instrument? Ja, ich meine, das Paper ist vom kontenbasiert ausgegangen, aber wenn die EZB jetzt rumkommt und sagt, okay, wir nehmen die wesentlichen Eigenschaften von Bargeld und modernisieren das, ja, weil die Bürger halt, das ist übrigens der Hauptgrund, weil die Bürger das alte Bargeld nicht mehr benutzen. Das ist, glaube ich, ernsthaft der Hauptgrund, warum die EZB da eine neue Form einführen will. Ja, weil sie hat die Aufgabe, alle Bürgerinnen und Bürger in der ganzen EWU im letzten Winkel den Zugang zum Zentralbankgeld zu ermöglichen. Ja. Also wenn die EZB sagt, es wird ein Inhaberinstrument, oh, dann haben wir eine ganz andere Diskussion. Und dann haben wir auch ganz andere Optionen, was Privatheit oder Anonymität angeht. Ja, dann haben wir auch ganz andere Optionen, was sozusagen Messgrößen angehen. Ich finde es auch immer interessant, meistens wird als Messgröße die Bestandsgröße genommen, wie viel Geld darf ich haben. Ich finde die Flussgrößen ja viel spannender. Ne? Also wie schnell darf ich Transaktionen ausführen und wie viel darf da drin stecken? Ja, nur mal so. Aber das ist alles noch komplett offen. Und um jetzt noch ganz kurz einzugehen auf
die beiden Meinungen vom Herrn Alexander, das fand ich interessant. Also wir hatten irgendwie vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren, Frau Winter, ich weiß nicht mehr genau, die Arbeitsgruppe, die haben sie dann Geld in programmierbaren Anwendungen genannt. Erst hieß sie programmierbares Geld, nicht wahr? In der Diskussion wurde dann die Unterscheidung geprägt zwischen programmierbarem Geld und programmierbaren Zahlungen, ja. Keiner der Bankenvertreter wollte das. Keiner der Bankenvertreter will programmierbares Geld, weil denen war sofort klar, was passiert denn dann, wenn wir Geld programmieren können, dann verliert seine Universalität, weil da gibt es diese moralisch kompatiblen Beispiele wie Taschengeld, das kann ich nicht für Alkohol ausgeben oder so, ja. Oder Greenpeace bezahlt seine Mitarbeiter in einem Geld, was ich nicht für Mineralölprodukte ausgeben kann. Das ist total super moralisch alles, ja. Nur blöderweise klappt es dann nicht mehr mit dem Betanken des Lasters. Also der Besitzer des Öko-Supermarktes, wo das Demeter-Zeug gekauft wird, kann dann sein Diesel nicht mehr auffüllen. So, das heißt, man würde damit die Universalität dieser Geldform torpedieren und dann würde man Wechselkurse innerhalb einer Währung zwischen verschiedenen Geldformen provozieren. Das möchte man irgendwie nicht. Die einzigen, die das wollten, war die Industrie. Einzelne Industrievertreter. Alle Bankenvertreter waren dagegen, die Bundesbank war dagegen, es waren Industrievertreter. Alexander, nur dazu, wer hier was will. Ja, also man kann Sachen vermuten, das ist okay, das mache ich auch mal, wenn ich es nicht weiß, aber ich sage es jetzt mal, weil es ist einfach anders. Ja. Und das andere, was noch dargestellt wurde unten, Manuel, genau, da kam privater Marktversagen bei anonymen Zahlungen oder Offline-Zahlungen. Ich bin echt dafür, die EU baut eine Regulatorik, die es mir als Geschäftsbank erlaubt, vollständig anonyme Bezahlungen anzubieten. Mache ich sofort als Geschäftsbank, insbesondere weil die EZB keine Lust hat. Weil als Geschäftsbank bin ich echt simpel gestrickt. Ich will die Leute nicht erziehen. Ich will sie nicht in eine Richtung lenken. Ich will sie nicht kontrollieren. Ich will Geld verdienen. Und wenn ich die Möglichkeit kriege, als Geschäftsbank anonyme Bezahlungen anzubieten, tatsächlich durch die Regulatorik, weil ich werde mich nicht über die Regulatorik hinwegsetzen, logischerweise, ja, und die EZB macht es nicht, dann hätten wir als Geschäftsbank da freie Bahn. Wir würden es sofort machen. Wir würden Juhu schreien und sagen, da ist es. Ganz ehrlich, das ist nicht Marktversagen, das ist die Regulatorik. Das ist gewollt. Ja, das stimmt. Ja. Ja, gut, das ist anders. Ja, okay. Darf ich vielleicht auch nochmal, also weil das ist ja, ich meine, das ist ja auch das Interesse des Bürgers letztendlich, dass nicht nur, ich meine, der Wunsch nach Privatsphäre ist das eine, aber das andere ist natürlich auch, inwieweit wird Geld für Steuerhinterziehung oder für kriminelle Handlungen genutzt. Und das möchte man eben nicht. Da gibt es ja Gesetze, auf die man sich in einem demokratischen Staat auch geeinigt hat. Das ist ja nicht immer nur, dass der böse Regulator irgendwie kommt, sondern das sind ja Gesetze, die werden im demokratischen Prozess dann auch erzeugt und darauf einigt man sich letztlich. Und das ist eben der Grund, warum man diese total anonyme Zahlung. Ich glaube den Banken, dass sie da sofort, so ist das ganze System halt auch gestrickt, dass das eben nicht ihr Interesse ist. Und es gibt ja auch genug Skandale, wo man dann schon gesehen hat, dass sie da recht weitgehend bereit sind, das ein oder andere auch zu machen. Das ist natürlich nicht sauber, das kommt dann raus. Genau, wir müssen, also wie gesagt, das sind verschiedene Ansatzpunkte und das mit der Arbeitsgruppe, die Sie angesprochen hatten, mit dem programmierbaren Geld, das war dann in der Tat sozusagen der erste Titel, auf den sich die Arbeitsgruppe geeinigt hatte. Aber wenn Programmierbarkeit dann darin besteht, dass ich quasi es vom universellen Zahlungsmittel wegbringe und dann, ich meine, man kann auch sagen, man kann es auch umgekehrt drehen. Sie haben jetzt diese moralischen Fälle genannt, aber Sie können natürlich auch es genau umgekehrt machen und sagen, es geht halt nur für, weiß ich nicht, andere Handlungen. Aber es ist eben, der Witz an Geld ist ja eigentlich der, dass man es einfach frei verwenden kann für den Zweck, für den man es nutzen möchte. Vielleicht noch zu dem Bargeld, dass die EZB oder das Eurosystem jetzt hingegangen ist, weil sie sicher ist, dass das Bargeld verschwindet. Also so sicher ist sie da nicht. Und das ist auch nicht so. Ich meine, sie müssen Zentralbanken auch an dem Wir geben das Geld, das Bargeld heraus. Es sind bei uns auch Leute damit beschäftigt, das zu tun. Es ist für uns nicht irgendein nur unsympathischer Akt, sondern das ist eben Teil unserer Tätigkeit. Wenn es nicht mehr nachgefragt wird, machen wir es nicht mehr. Bisher wird es noch nachgefragt. In Schweden wird es weniger nachgefragt.
weil Schweden eine andere Situation hat als Europa. Aber bisher ist in Europa die Situation noch längst nicht die, dass man sagen kann, es gibt zwar, da hat Corona auch beigetragen, dass die Bargeldzahlungen ein bisschen zurückgegangen sind, aber es ist noch genug Nachfrage da. Vielleicht noch einen letzten Punkt zur Anonymität oder anonymen Zahlungen und Geschäftsbanken. Klaus, ich sehe das auf jeden Fall natürlich auch so, dass es durch die Regulatorik kommt. Ja? Also da sind den Banken natürlich die Hände gebunden, aber vielleicht auch an der Technologie, weil es gar nicht möglich ist, da sauber zu trennen zwischen jetzt nur ein Teil anonym oder ein Teil mit hoher Privatsphäre und ein Teil nicht. Ja? Das sind ja ganz komplexe IT-Fragestellungen, die dann irgendwie aufgesetzt werden müssen. Und ich kann ja jetzt nur noch mal zurück zu diesen Papieren, zu den Experimenten der High-Level Task Force für den Digital Euro gehen, weil was die also festgestellt haben, ist, wenn man das Ganze dann mit einem Blockchain-basierten System noch verbindet, dass man, und da ging es ja unter anderem auch darum, dass man dann die Menge an Transaktionen starr fixiert, beziehungsweise die Menge an CBDC, die gehalten werden kann, starr hält und dann also so ein Wasserfallprinzip eingebaut wurde, dass dann also überschüssiges Geld sozusagen automatisch auf das Girokonto wieder transferiert wird. Und diese Grenze, die ist natürlich auch variabel einstellbar. Und so sind die da vorgegangen und haben dann gesagt, okay, hier können ganz unterschiedlichste Arten von Privatsphäre letztlich ermöglicht werden, dann natürlich aber auch nur für gewisse Mengen. Das heißt, es wäre sogar möglich, Herr Alexander, Sie haben es jetzt auch ein bisschen spöttisch gesagt, aber ich denke, das ist trotzdem realistisch, dass man sagt, zum Beispiel bis zu 100 Euro kann komplett anonym transferiert werden und das könnte man technologisch machen. Und darüber hinaus ist das aber de facto nicht möglich. Und dann gibt es irgendwie abgestufte Privatsphäre, wie soll man sagen, Ausprägungen, ja, je nachdem, wie hoch dann dieser Threshold gesetzt ist, an Geld, was dann da letztlich auch umgesetzt werden kann. Das vielleicht noch dazu, dass das dann vielleicht auch eine technologische Möglichkeit wäre, auch für die Intermediäre das dann anzubieten. Vielleicht nochmal auch eine Frage in eine andere Richtung. Der digitale Euro oder die Digitalisierung unseres Zentralbankgeldes steht ja jetzt so ein bisschen offensichtlich auch in dem Wettbewerb mit dem, was durch Kryptowährungen, Bitcoin oder auch das ganze Finanzsystem durch Decentralized Finance-Möglichkeiten da sich entwickelt, rasant und schnell. Wie wird denn, ich sag mal, könnte denn so ein Zusammenwirken von klassischem Finanzmarkt aus dem so Geldsystem Euro und Dollar, wie es jetzt existiert, und auch das digitalisiert, vielleicht als digitales Zentralbankwährung mit diesen Kryptowährungen, de facto sind die ja schon irgendwie vereint. Wir machen ständig CoinMarketCap kommen. Wie viel Geld in Dollar gedacht haben wir in Krypto oder in irgendwelchen Assets und Token? Und irgendwie wird ja dort die Welt, ja, man kann die Augen davor nicht mehr verschließen. Das muss auf lange Sicht ja irgendwie zusammengeführt, parallel geführt, austauschbar oder wie auch akzeptabel werden. Wenn angenommen der Wertverlust von dem, was wir im Geld haben, so weitergeht, das ist ja eine Flucht, die stattfindet, es wird Geld gedruckt, das Geld muss irgendwo hin. Das heißt, ich renne in andere Werte, in Aktien, die erhöhen sich, obwohl sie unsere Wirtschaftsleistung nicht erhöht. Der Goldpreis erhöht sich, die Bitcoins erhöhen. Überall, wo ich Geld senken habe, erhöht sich der Wert, weil ich mehr Geld drucke weltweit. Also jetzt Frage. Meine Frage ist, wie läuft das Ganze zusammen? Beziehungsweise wie wird sich durch Kryptowährungen mit einem anderen Governance-Ansatz, Bitcoin dezentral, keine EZB, nicht besteuert, festgelegt und diese DeFi-Ansätze, wie wird das durch mit Hilfe von Digitalisierung, wie wird das zusammengeführt? Wie sehen Sie da die Zukunft? Wenn ich ganz kurz was sage, also für mich ist Bitcoin ein Kapitalmarktinstrument. Es ist kein Geld, ja. Da fehlen ein paar Eigenschaften meiner Meinung nach. Es ist ein Kapitalmarktinstrument. Es ist ein sehr spannendes Kapitalmarktinstrument, ja, aktuell zumindest. Also wir bieten die Proofführung an, wir bieten Kontoführung an für Geld. Wir werden demnächst eine Kryptoverwahrung aufbauen, ja, dass unsere Kunden einfach daran teilhaben können. Und das ist es. Es ist ein Kapitalmarktinstrument. Okay.
Wie sieht das die Zentralbank? Ein riskantes Kapitalmarktinstrument, würde ich nach wie vor sagen. Aber ich meine, das ist natürlich dann auch, sagen wir, aus Sicht der privaten Geschäftsbanken auch eine Ertragsquelle insofern. Aber als also bisher sehe ich da Paralleluniversen letztlich. Was den Zahlungsverkehr angeht, sehe ich bisher keine echte Konkurrenz von den Kryptotoken, weil das doch dann immer alles sehr kompliziert ist, auch wenn sich jetzt in der letzten Zeit vielleicht hier und da mal, weiß ich, wenn ich jetzt daran denke, dass die großen Kreditkartenfirmen da auch so ein paar Öffnungsschritte gemacht haben, aber also die Krux ist letztlich ja, die Stabilität dieser Instrumente. Sie werden halt nicht benutzt als zur Spekulation, sicher gerne. Da ist ja auch bestimmt schon der ein oder andere in den letzten Jahren an Bitcoin reich geworden. Aber es ist nicht so, als ob das im täglichen Zahlungsverkehr taugen würde. Und man merkt es, weil er dazu eben gerade das, was es als Kapitalmarktinstrument attraktiv macht, die Volatilität, die macht es eben für den Zahlungsverkehr letztendlich unattraktiv, weil sie wollen nicht in was zahlen, wo sie morgen nicht mehr wissen. Sie halten das dann zurück, wenn sie, sagen wir mal, erwarten, dass der Wert steigt, und umgekehrt werden sie versuchen, es loszuwerden, wenn sie erwarten, dass der Wert sinkt. Und das ist nichts, womit man eigentlich alltägliche Zahlungen machen möchte. Also insofern, ja, vielleicht, es gibt vielleicht ein paar andere. Gesamtsicht dessen, dass sich das alles in irgendeinem Krypto-Token für eine ganze Welt irgendwie vereinigen wird, sehe ich im Moment nicht. Mhm. Manuel? Ja, also Ralf, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, war ja auch die Frage, inwieweit hier DeFi zum Beispiel mit irgendeinem Euro- oder Dollar-denominierten Token entweder Zentralbankgeld oder vielleicht auch von der Geschäftsbank irgendwie zusammengeführt werden könnte. Und ich würde den Punkt nochmal mit aufnehmen und dann auch als Antwort auf Sie, Frau Winter, praktisch verbinden, weil ich glaube schon, dass es da eine große Konkurrenz gibt. Jetzt möglicherweise nicht von Bitcoin oder von Ether oder von anderen nativen Krypto-Coins, aber dann eben von Tokens, die zum Beispiel eben auf einer Ethereum-Blockchain ausgegeben werden, die sogenannten Stablecoins, die also einen stabilen Wert gegenüber dem US-Dollar oder dem Euro haben. Und da sehen wir doch erheblichen Zuwachs in den letzten Jahren, also oder in den letzten Monaten vor allem. Und eigentlich sind genau diese Token ja letztlich auch der Treibstoff im DeFi-Ökosystem, weil wenn man sich da eben die dezentralen Börsen anschaut, wird meistens eben gegen irgendeinen US-Dollar-denominierten Token gehandelt, klar, auch gegen Ether, ganz klar, aber auch vor allem gegen USDC und DAI. Das sind eben solche Stablecoins, die also jetzt einen Euro oder besser gesagt eben keinen Euro, sondern US-Dollar letztlich referenzieren. Da sehe ich durchaus eine große Konkurrenz, nicht nur für Zentralbanken, sondern auch für Geschäftsbanken. Ich meine, in Europa wird es die MiCA-Regulierung geben, die diese Stablecoins also sehr eng an die Leine nimmt und auch verlangt, dass die nach der E-Geld-Richtlinie reguliert sind. Sicherlich auch für die Finanzmarktstabilität nicht verkehrt. Aber da stellt sich natürlich schon die Frage, was können da Geschäftsbanken oder auch Zentralbanken entgegensetzen, wenn diese Tokens sich doch also in gewissen Bereichen sehr stark langsam etablieren. Und genau, also das wäre so meine Antwort darauf. Wir sehen es bereits, Stablecoins sind in dem Bereich ziemlich stark vertreten. Jetzt ist halt einfach die Frage, kann da ein Giralgeld-Token irgendwie mit reinfließen? Je nachdem, wie der ausgestaltet ist, können da sogar auch CBDCs dann irgendwie mit reinfließen? Wahrscheinlich nicht, da wird die Zentralbank was dagegen haben. Aber ja, also spannende Fragen, inwieweit hier auch der DeFi-Space, der dann gegen US-Dollar-Token sozusagen traden will, welchen Token er dann in Zukunft nutzen wird. Ob das weiterhin USDC ist oder DAI oder ob es da irgendwelche anderen Protokolle und Lösungen noch geben wird. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Die sogenannten Stablecoins sind Chiralgeld-Token. Das Interessante wäre jetzt da, na doch, ich kaufe den Token gegen Chiralgeld und nicht gegen Zentralbankgeld. Ja. Und somit. Das stimmt, aber die Ausgestaltung, die unterscheidet sich wahrscheinlich doch erheblich, je nachdem, wie der Giralgeld-Token ausgestaltet sein wird. Also ein Stablecoin, der ist
durch Finanzassets gedeckt oder auch, wenn er dezentral ist, durch irgendwelche anderen Kryptoassets, wie wir es bei DAI zum Beispiel sehen oder auch dem Cello Euro oder Cello Dollar. Wenn wir jetzt zentrale Stablecoins uns angucken, Tether, USDC, da stecken irgendwelche Finanzassets dahinter. Und jetzt natürlich die Frage, welche Finanzassets sind das? Bei Tether, ich denke, das müssen wir in diesem Kreis ja nicht erklären, dass das sehr undurchsichtig ist, beziehungsweise jetzt ist es durchsichtig, dass das keine guten Assets sind oder zum großen Teil irgendwie keine gut gerateten Assets sind. Nach der E-Geld-Richtlinie müssen das High-Quality Liquid Assets sein, also Staatsanleihen. Aber auch hier unterscheidet sich also das doch recht stark vom Giralgeld, weil das Giralgeld eben nicht nur durch Staatsanleihen gedeckt ist, sondern vor allem durch Kredite. Und jetzt ist halt die Frage, ob dann ein Giralgeld-Token auch durch Kredite gedeckt sein kann oder durch welche anderen Assets er gedeckt sein müsste. Ja, also wir haben uns schriftlich geäußert, genau zu der Frage. Europa braucht neues Geld, sind drei verschiedene Varianten. Ja, wir haben die Variante mit den beliebigen Assets, aber wird nicht funktionieren, weil wir stehen in direkter Konkurrenz zueinander. Dann würde jeder versuchen, die schlechtesten Kredite da reinzukriegen. Ja. Klappt nicht gut. Es sind noch zwei andere Varianten da. Das ist das, was ich eben meinte, wo wir wirklich tatsächlich diskutieren, das Geldschöpfungsprivileg zugunsten einer sinnvollen Lösung für den Giralgeld-Token aufzugeben, weil wir das Giralgeld noch haben, auch erstmal. Es kommt ja auch nicht weg. Ne? Wie stehen Sie zu dem Ansatz, wo zum Beispiel Hayek, ein Ökonom, mal gesagt hat oder empfohlen hat, ich weiß nicht so genau, ja, lass doch mal Wettbewerb zu, lass doch mal Zahlungsmittelwährungen oder dann wird sich das bessere durchsetzen, beziehungsweise die werden sich gegenseitig, was Stabilität betrifft, dann schon im Wettbewerb zu dem Besten durchsetzen. Zum Beispiel haben wir de facto ja jetzt in El Salvador zwei Zahlungsmittel. Wir haben den US-Dollar, ja, auch wenn da die Zentralbankwährung dort in El Salvador versagt hat. Aber letztendlich haben wir dort jetzt Bitcoin und US-Dollar als zwei anerkannte vom Staat, der Zentralbank damit oder dem Staat, Währungen. Könnte ein Wettbewerb oder wie sehen Sie Wettbewerb von Währungen, die beiderseits beim Volk akzeptiert sind, sprich dann auch bei Firmen, wie könnte da eine Zukunft aussehen oder wie wird die Meinung von Hayek gesehen? Ich hätte eine kurze Gegenfrage, Herr Knoblauch, wenn ich darf. Denken Sie, wir haben jetzt keinen Wettbewerb? In Europa? Nein. Nein, Wettbewerb. Warum nicht? Warum nicht? Ich kann mit Dollar zahlen, wenn ich will. Ich kann mit Dollar zahlen, mit Yen, ich kann mit... Natürlich können Sie zahlen. Genau, ich kann mit Bitcoin zahlen, in mein Zentral noch nicht, aber die Leute stimmen zunehmend darum ab, warum meiner Ansicht nach. Also, ja, wir haben doch Wir hätten keinen, wenn man ihn verbieten würde. Wenn man den Bürgern und Bürgerinnen vorschreiben würde, ihr dürft nur eine Einwährung zahlen oder diese einen Geldform. Wir haben Wettbewerb zwischen Währungen. Das ist ja auch ein Grund, warum sie sich weiterentwickeln. Ja, Bitcoin ist nicht anerkannt in Europa, also ist keine Währung. Was heißt anerkannt? Ich meine, jeder Händler ist frei, auch in Bitcoin seine Zahlungen zu akzeptieren. Das ist schon so. Das ist, ich meine, was ist eine Währung? Eine Währung, das ist dann immer, das ist das Zahlungsmittel, was offiziell, oder das Zahlungsmittel, es ist die Währung, das Geld, worauf man sich geeinigt hat als Staat, dass das von einer Zentralbank, die man extra mit dieser vornehmen Aufgabe ausgestattet hat, die unabhängig ist und nur in Europa ist das so, in den USA ist etwas anders, aber die nur auf Preisstabilität geeicht ist, dass die das macht. Ja, das ist so. Und es ist auch so, dass der Euro gesetzliches Zahlungsmittel ist. Das heißt in Deutschland aber trotzdem, dass sie, wenn sie vertragsrechtlich sich anders einigen, können sie auch meinetwegen rosa Perlen als Zahlungsmittel einsetzen oder Bitcoin natürlich auch oder auch gerne US-Dollar. Und ich denke, jeder Händler, wenn ich mir vorstelle, da ist ein Händler mit irgendwelchen Luxusgütern und es kommt ein Tourist aus, ich sag mal, irgendeinem fernöstlichen Land und hat nur diese Währung, dann wird der natürlich sofort auch das in der anderen Währung akzeptieren, allein aus Geschäftsinteresse. Das ist ja normal. Und wie gesagt, bei El Salvador, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das für den Bitcoin ausgeht. Wir lesen ja doch, oder man sieht Umfragen, dass sich die Leute eher dagegen wehren oder skeptisch sind. Ich habe auch schon irgendwie Fotos von Demonstrationen gesehen. Also ich durchschaue die Lage in El Salvador nicht hundertprozentig, muss ich sagen. Aber es ist jedenfalls nicht so, als ob
das automatisch jetzt zu einem Erfolg für Bitcoin werden würde. Ich würde ganz gern auf den Chat, weil ich finde das schön, dass ich kann nicht meine Steuern in US-Dollar zahlen und auch nicht in Bitcoin. Genau. Dieser spezielle Händlerstaat nimmt komischerweise nur diese eine Währung an, das ist richtig. Aber anderes Gegenbeispiel, die Pommesbude am Frankfurter Hauptbahnhof, ich arbeite in Frankfurt, kannst mit 6 großen Währungen deine Pommes bezahlen. Wechselgeld kriegst du bei einem Euro raus, ja. Aber die haben wirklich eine großes Plakat, was sie akzeptieren an elektronischen und sie haben aber, sie nehmen 6 Währungen. Mhm. Ja, aber ich glaube, da muss das Faktische und das Juristische ein bisschen unterscheiden. Also ich bin kein Jurist, aber. Nein, das hat Frau Dr. Winter gerade erklärt. Das ist völlige Vertragsfreiheit und wenn der Händler zustimmt, dieser komische Händlerstaat, der spezielle Händlerstaat, sagt halt, nee, ich will es in Euro, nein. Ja. Ja, ist ja komisch, ja. Sowas, ja, in seinem eigenen Geld. Wer hätte das gedacht, ja? Also, wenn ich mein eigenes. Aber jeder Händler, nein, wir sind total vertragsfrei. Wenn ich jetzt von dir irgendwie das Laptop abkaufe, das gebraucht oder so, und wir einigen uns auf Yen, dann nehmen wir Yen. Das ist definitorisch, als Zahlungsmittel können Sie nicht alles verwenden. Das ist nun mal so. Sie können das eintauschen, nicht alles gegeneinander einzutauschen. Ja, aber ist eine andere Debatte, führt uns aber auch nicht weiter. Ja, es auch noch, geht noch weiter. Glaub, Das Entscheidende ist doch, was entsteht an Friktionen, wenn ich Währung, Zahlungsmittel gegeneinander eintausche, weil das ist bei Wettbewerb von Währung ja der Fall. Und wenn das hohe Friktionen, hohe Transaktionskosten verursacht, dann macht es keiner. Beste Beispiel ist USA. Anfang der USA-Gründungszeit haben wir zig Währungen parallel gehabt. Ja, jedes Dorf, jeder Staat hatte seine 20, 30 Währungen. Und das ist natürlich ein unglaublicher Aufwand, das gegeneinander umzurechnen und zu machen. Wenn das der Fall ist, dann ist Währung, dass die das als Antwort, dann macht Wettbewerb der Währung natürlich überhaupt keinen Sinn. Wenn ich aber entsprechend auch digital, wenn wir jetzt mal in die Richtung denken, jetzt weiterdenken, die Kurse sozusagen da frei floaten lasse, dass das digital umrechnet und nicht jemand in der Mitte habe, der da riesig die Hand aufhält und so weiter, dann macht das Ganze natürlich, kann das sehr wohl Sinn machen, dann ist Wettbewerb auch grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Ludwig von Mises war der Lehrer von Hayek, das war ja eine Zeit, eine ganz andere Epoche, wo man im Systemwettbewerb im Kommunismus stand. Ja, das heißt, da war die Freiheit generell eingeschränkter und deswegen hatte auch Wettbewerb noch was ganz anderes. Das Verhältnis Freiheit und Einschränkung war ein anderes. Bei uns, wenn wir über Wettbewerb der Währung reden, meinen wir ja meistens die Währung sozusagen extern, ja, die international im Wettbewerb stehen, was sich aber natürlich für den Einzelnen, der was importiert, exportiert, natürlich sofort auswirkt. Insofern haben wir den Fall. Der ist jeden Tag da, natürlich. Ja, aber die Devisenmärkte sind hocheffizient. Entschuldigung, es gibt, also ich kenne persönlich kein Asset mit kleineren Spreads. So, ne? Also die Geschäftsbanken sorgen dafür, dass das. Ja. Okay, das hört sich gerade so ein bisschen, weil es geht ne? Nee. Es geht ja. Okay, alles klar. Okay. Wir sehen was, wenn das der Fall ist. Ja, aber intern in Deutschland, innerhalb von Deutschland haben wir das nicht. Also wenn Sie Ihre rosa Perlen gegen Dollar tauschen wollen, viel Spaß. Wir kommen jetzt langsam wir haben in Deutschland im Privaten schon die Möglichkeit, mit rohen Eiern zu bezahlen, wenn man sich einig ist. Das geht schon, das stimmt. Wir kommen langsam zeitlich an das Ende. Finde die Diskussion sehr, sehr, sehr gut. Vielleicht noch eine Fragerunde oder Meinungsabfragerunde zum Ende. Ich habe in dem Kontext der Gestaltung dieses Meetups mitbekommen, weil ich mich einfach durch Krypto und Blockchain ist für mich noch mehr, viel, viel mehr als Krypto. Aber Krypto, da habe ich mich dann begonnen weiterzubilden seit 2015, 16. Ich wusste am Anfang ehrlich gesagt nicht so richtig, wie unser Geld funktioniert, das System funktioniert. Jetzt weiß ich es leider auch noch nicht, aber ich habe ein bisschen was verstanden. Aber jetzt eine Frage oder Meinung. Wie schätzen Sie ein, wie der Durchschnitt unserer Bürger, der Bevölkerung in Deutschland konkret geneigt, wissen Sie, wie unser Geldsystem funktioniert, beziehungsweise wie schätzen Sie die Lage ein, was müsste getan werden, um in der Schule, 10. bis 12. Klasse, Bildung, normale Bildung, 10. Klasse, sage ich mal, um in der Schulung Wirtschaft, wie funktioniert unser Geld, zu verankern? Was ist da Ihre Einschätzung und was ist Ihre Empfehlung? Und damit, das würde ich so dieses Thema als letztes abgerundetes Thema gerne für die Panel-Diskussion dann
befragen und damit dann die Panel-Diskussion zum Schluss abbringen. Vielleicht geht auch noch mal dazu eine Statement-Äußerung. Also ich glaube, die wenigsten haben verstanden, wie unser Geldsystem funktioniert. Was könnte man tun? Die Bundesbank hat ja die Idee, ein schönes Schulbuch kostenfrei zur Verfügung zu stellen auf ihrer Webseite. Und ganz ehrlich, das ist gut. Das kann man sich, wenn man ein bisschen Vorwissen hat, das kann man sich in einem Rutsch durchlesen. Und das Erschreckende ist, dass man, wenn man dieses Büchlein gelesen hat, was, glaube ich, für die Sekundarstufe 2 gedacht ist, Frau Winter, oder? Ich bin ja nicht ganz sicher, aber ich glaube, es stand sogar so, irgendwo ist für die Sekundarstufe 2 gedacht, dann würde man mehr wissen als 95% der Leute auf der Straße. Und anscheinend interessiert es keinen. Eine andere Schlussfolgerung habe ich nicht. Oder nur sehr wenige, ja. Aber es scheint nicht zu interessieren. Manuel. Ja, es ist natürlich die Frage, ob das Leute überhaupt interessiert, also vom reinen Interesse her. Also ich glaube, das ist schon ein kleiner Freak-Talk, sag ich mal, den wir da auch seit Jahren zum Beispiel im Verein Monetative führen. Das sind alles doch eher speziellere Menschen, die sich halt für die Funktionsweise des Geldsystems beschäftigen. Ich zähle mich da dazu. Aber das ist sicherlich nicht der Großteil der Bevölkerung. Ja. Also natürlich wäre das gut und wichtig, wenn die Menschen und die Bevölkerung besser verstünde, wie unser Geldsystem funktioniert. Und genau daran arbeitet auch zum Beispiel der Verein Monetative eben an dieser Aufklärung. Und ich stimme dem voll und ganz zu, dass das Bundesbankbuch hier eine fantastische Arbeit leistet und also eine tolle Möglichkeit wäre, da auch in der Schule nachzuhelfen. Müsste man die Lehrpläne letztlich mal sich anschauen. Genau das hat auch der Verein Monetative sogar schon mehrfach gemacht. Es gibt auch vom Verein also Schulungen an Schulen, die unser Mitarbeiter eben durchführt und hier auch über die Funktionsweise und möglicherweise auch die Dysfunktionsweise aufklärt, allerdings in einer sehr sachlichen Art und Weise. Da ist zum Beispiel auch das Bundesbankbuch eben einer der Quellen. Und da muss sicherlich noch viel gemacht werden, weil ich glaube auch, dass das ein Problem ist, dass die Gesellschaft das nicht versteht und auch da möglicherweise gar nicht einschätzen kann, ob das gut oder schlecht ist, wie das Ganze funktioniert. Aber gleichzeitig steht man eben vor dieser großen Aufgabe, jetzt komme ich zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass das natürlich nicht ein Riesenhobby von jedermann ist, sich wirklich in das Geldsystem einzulesen und dadurch, dass es sehr komplex ist, auch sicherlich eine gewisse Zeit braucht. Also wir engagieren uns als Bundesbank, als Eurosystem schon natürlich sehr in der ökonomischen Bildung, im Grunde genommen, um den Leuten auch zu erklären, warum dieses Geldsystem doch eigentlich sehr gut aufgebaut ist und dass man eben sieht, diese Idee, dass es mit dem Giralgeld vielleicht so viel Misstrauen weckt, dass sie eigentlich verstehen, wie es funktioniert und dass es eigentlich eine ganz gute Idee ist. Deswegen machen wir dieses Buch und wir sind durchaus interessiert dran, dass das in den Schulen stärker auch verankert wird. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, es muss auch gehen, ein Wirtschaftssystem mit der entsprechenden Geldordnung, dass sie funktioniert, ohne dass die Leute es ganz genau verstehen. Weil wenn es funktioniert, ist ja sozusagen auch nicht nötig, dass jeder genau immer dieses Buch durchbüffeln muss oder andere Materialien, die sicherlich im Internet auch zahlreich zur Verfügung stehen. Aber wie gesagt, uns ist daran gelegen, den Leuten zu verdeutlichen, es ist schon mit Bedacht so aufgebaut und es hat auch seinen Sinn. Sicherlich nicht ganz das, was, ich nehme mal an, einige von Ihnen sagen würden. Jens, wie siehst du die Thematik? Ich finde, wir sollten Geld weiterentwickeln und drüber nachdenken. Und im digitalen Zentralbankgeld finde ich das einen guten Schritt. Ich finde nicht, dass wir das Feld anderen überlassen sollten, ob das jetzt Big Tech ist, Richtung PayPal und Apple Pay und so weiter. Gerade in Richtung Unternehmen. Ich glaube, der private Bereich ist gar nicht so akut gerade. Aber für Unternehmen, glaube ich, ist das ein extrem wichtiger Punkt. Also digital Zahlungsgeschäfte abwickeln zu können, nachhalten zu können oder eben nicht, dass es nachgehalten wird, dann Möglichkeiten zu finden, programmierbares Geld. Ja, das klingt erstmal sehr, das ist ein Problem für unser Geldsystem. Ich glaube schon, dass es da Abstufungen und Zwischenstufen geben wird und es kommt sowieso. Und von daher ist es besser, wenn wir dabei sind und das mittreiben und ausprobieren, als wenn das von außen kommt. Ich denke da an China, ich denke da an Big Tech. Da sollten wir schnell vorlegen. Mhm. Thor, dein Statement zu der Thematik.
Ja, also wenn ich zuerst gefragt werde, hätte ich auch sofort auf das Buch von der Bundesbank verwiesen, was ich übrigens auch sehr gut finde. Und aber um das Geldsystem zu verstehen und auch zu verbessern, ist es halt wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, wie es funktioniert, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile. Und ansonsten, wie du schon sagtest, Wettbewerbs der Währung, beziehungsweise Hayek hast du ja zitiert, finde ich eigentlich besser, weil ich habe die Wahl momentan zwischen einem zentralen Geld, wo weiß ich, US-Dollar, Euro, Rubel, was auch immer, und ich habe auch die Wahl zwischen dezentralen Geldern, also Gold, Silber, Bitcoin, Ethereum oder was auch immer. So, und diese Wahl auch zu bewahren, finde ich, ist auch für ein Geldsystem wichtig. Danke für die Statements. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei allen Teilnehmern dieses Panels, bei Ihnen, Frau Dr. Winter von der Bundesbank, Herr George als Vertreter der Geschäftsbanken, Manuel, Monetative V, Jens, du als der mit technische Protagonist, wie könnte man die Dinge ausprobieren, und ja, Thor als Autor des Buches und Simon auch für deine Mitmoderation. Ich mit dem Meetup habe ich mir am Anfang auch die Aufgabe gestellt, Bildung bzw. Information und Weiterbildung für mich selber, für viele andere zu verbreiten. Und in diesem Sinne nochmal recht vielen Dank für alle Teilnehmer, auch für alle am Panel, auch für die Teilnehmer am Meetup. Dann bleibt mir noch übrig, noch allen einen schönen Nachhauseweg, einen schönen Restabend zu wünschen. Und vielleicht sieht man sich in absehbarer Zeit mal in einem ähnlichen Panel, vielleicht in einem Jahr oder so. Wo stehen wir dann mit CDBC? Das ist ein Jahr CDBC-Test bei der EZB oder Beobachtung dieses ganzen, diese Zwei-Jahres-Thematik vorbei. Vielleicht kann man da mal ein Zwischenfazit ziehen. Mal schauen. Ralf, lass mich noch mal bitte kurz einen spitzen Einwurf machen. Der Zuhauseweg oder der Nachhauseweg bei einem Online-Meetup besteht vom PC ins Bett. Der ist recht kurz. Je nachdem, wo man gerade ist, aber das könnte sein. Ja. Ja. Das Blockchain-Meetup 51 in 2 bzw. 3 Wochen. Dort geht es um das Thema Tokenisierung of Everything. Wir werden einige Vorträge haben. Das wird gemeinsam mit dem Blockchain-Meetup Stuttgart stattfinden. In der Diskussionsrunde werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit jemanden von der ITSE haben. Ich bin auch dran, Sherman Foschengier, die das Buch Token Economy geschrieben hat, zu verpflichten, und 2 Mitarbeiter auch Mitwirkende von der Tokenfabrik beziehungsweise vom Blockchain Lab Stuttgart, eventuell noch jemanden von einer Geschäftsbank. Mal sehen, das ist noch offen. Ach ja, es gibt einen Podcast, defi.jetzt, den ich zusammen mit dem Thor Alexander gestalte. Decentralized Finance, kann auch jeder reinhören, ist überall verfügbar. Vielleicht findet der ein oder andere ja auch mal den Weg dahin. Das soll es für heute gewesen sein. Recht vielen Dank, Teilnehmer heute. Gibt uns Kritik über unsere sozialen Kanäle und auch per E-Mail. Insofern recht vielen Dank und bis vielleicht zum nächsten Mal. Danke auch, schönen Abend. Danke, tschüss, schönen Abend. Danke.